So, gleich am Anfang. Wer ist das erste Mal in diesem Theater? Einmal klatschen. Tatsächlich, für Sie ist es... Wer ist hier dauerhaft öfter klatschen? Oh, 50-50, sehr schön. Also, was haben wir vor? Oder anders, wer weiß schon, was wir vorhaben, klatschen? Dann musst du doch erklären, Mäuschen. So, jetzt ist... Was haben wir denn vor? Sag mal an. Lustigen Talk. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen, wir spielen keine Sketche. Ich musste das meinem Vater dreimal erklären. Wir spielen keine Sketche heute Abend hier. Es werden keine Sketche gespielt. Es ist... Sie können jetzt noch gehen, wenn das... Wir haben nichts vorbereitet. Also doch, ich habe mich vorbereitet. Bastian ist eigentlich nur mein Interviewgast. Bastian ist heute Abend mein Interviewgast. Ich kann ihm alle Fragen stellen, die ich schon immer stellen wollte. Und die Idee für dieses Konzept ist mir gekommen im Internet. Ich war online und habe gedacht, warum machen wir sowas nicht mal wieder analog? Miteinander reden, ja, in den Austausch gehen. So, das ist so ein bisschen die Idee heute. Wir wollen ein bisschen was erfahren über einen der größten Comedians, die wir in Deutschland haben. Das hört er nicht so gern, deswegen sage ich es, obwohl er noch nicht da ist. Also einen der größten Comedians, die wir hier haben. Und wie wird man Bastian Pastewka? Das wollen wir heute Abend lernen. Und in der zweiten Hälfte ist dann, seid ihr dran. Da dürft ihr alle Fragen stellen, aber Achtung, wir dürfen auch zurückfragen. Ja, es ist, ja, es sind alle Gespräche sind heute Abend möglich. Wie viele Berliner haben wir denn hier? Einmal mal klatschen, die Berliner. Okay. Wer ist nicht aus Berlin? Klatschen. Wo kommen Sie her? Frankfurt oder? Nein. Ich wollte gerade sagen, da sitzen Sie ja noch in der Kutsche. Das würde ich... Frankfurt am Main tatsächlich. Sie sind wegen der Show aus Frankfurt. Wirklich? Applaus. So, das ist doch geil. Sehr, sehr gut. Da wächst jetzt der Druck bei uns. Ne? Das ist natürlich eine schöne, ordentliche Anreise. Wie sind Sie geflogen oder sind Sie gefahren? Mit dem Zug gekommen. Wie lange dauert das? 4 Stunden, offiziell. Deutsche Bahn heißt? 5 Stunden. Naja, das geht ja noch, das geht ja noch. Haben wir alles schon schlechter gehabt. Also, sehr, sehr gut. Okay, wichtig, wir haben Kameras, die sind tatsächlich nicht für private Zwecke. Wir zeichnen das auf. Das heißt, wer jetzt feststellt, dass er neben jemandem sitzt, mit dem man vielleicht sonst nur arbeitet, und zu Hause ist das ein Geschäftstermin, dann wäre das jetzt die Chance, sich noch auseinanderzusetzen. Ja, wichtig. So, möchte jemand nicht gefilmt werden? Puh, gut. So, dann haben wir das auch erklärt. Sehr schön. Okay, was muss ich noch erklären? Okay, also wie gesagt, in der zweiten Hälfte ist es wirklich eure Chance, alle Fragen zu stellen. Es wird Mikro rumgehen, ihr könnt uns alle Fragen stellen. Wir wollen in den Austausch kommen, alles, was euch interessiert. Ihr könnt mir gerne aber auch über Instagram Messages schicken, wenn ihr sagt, ah, ich will eigentlich nicht am Mikro, aber mich interessiert Folgendes. Dann könnt ihr mir ja gerne eine Message schicken über Instagram und dann werde ich das mit in diese Show einfliegen. So. Der Herr Pastewka ist genauso aufgeregt wie ich, weil er ja gar nicht so genau weiß, was das hier wird. Also als wir das angekündigt haben, war das im Prinzip, wie gesagt, eine spontane Idee von mir für das Haus. Aber es gab einen freien Termin, da habe ich gesagt, lass uns doch mal sowas wie ein Talk-Format machen, sowas wie die FAZ sonst macht oder die Zeit, nur nicht langweilig. So. Und das ist so gut angekommen, dass wir direkt 2 weitere Shows angesetzt haben. Wir machen nächstes Jahr im Frühjahr eine Show mit Ilka Bessin, also Sinjas Marzahn wird hier sein. Da gibt es auch noch ein paar Karten. Und dann kommt Atze Schröder, da freue ich mich auch schon drauf. Also wir machen diese Serie weiter und wenn euch das heute Abend gefällt, holt euch gerne Karten für die nächsten Termine. So, jetzt muss ich einmal kurz durch. Aber ich bin mich froh, dass ich überhaupt pünktlich hier bin. Ich wäre fast zu spät gekommen zur eigenen Show, weil ich noch eine Polizeikontrolle hatte. Passiert mir ehrlicherweise öfter, seit ich Glatze und Bart habe. Weiß ja auch nicht genau, was da das Konzept der Polizei ist. Weißt du, ich bin letztens über den Kudamm gefahren, ganz ordentlich, ganz artig. Ne? Auf einmal Zivilpolizei winkt mich raus, ich fahre um die Ecke, steige aus dem Auto. 5 Typen stehen neben mir, ungelogen, alle Glatze, Bart, wir gucken uns an. Es war nicht ganz klar, was das Konzept der Polizei ist. Und die konnten uns ja auch nicht auseinanderhalten, das war geil. Die haben dann die falschen Ausweise zurückgegeben, das war richtig geil. So, ja, hier, gute Weiterfahrt, Herr Karim. So, das war wirklich unangenehm. Und das Geilste, was mir da mal passiert ist, werde ich nie vergessen, bin ich von der Show gekommen, nachts aus Brandenburg und hatte noch Bock auf eine Currywurst. Und da bin ich nachts auf den Kudamm gefahren, um mir eine Currywurst zu ziehen. Und weil ich ein Idiot bin, habe ich mir Currypulver in die Augen gerieben. Genau, ich hatte rote Augen. Fahr weiter, sehe ich schon in der Nebenstraße Polizeiwanne, riesen Polizeiauto, 15 Polizisten für eine Verkehrskontrolle, nachts am Kudamm. Wo ich auch so dachte, was ist denn da bitte die Erwartungshaltung?
Ich meine, was glauben die denn, was passiert? Dass sie so einen Renault Twingo anhalten und da steigt der halbe Abu-Chaka-Clan aus? Ich meine, gut, die passen alle in Twingo rein, sind alle kleinwüchsig. Ne? Das ist der Vorteil bei Abu-Chaka. Wenn die zustechen, sind mal die Wade, ne? Bleibt unter uns. Und während ich darüber nachdenke, sehe ich Blaulicht, alles klar, fahr rechts ran. Dann kommt so ein älterer Polizist zu mir ins Auto, klopft an die Scheibe. Ich mache die Scheibe runter und es fällt folgender Satz, original. Guten Abend, Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Monaten häufig aufgefallen durch überhöhte Geschwindigkeit oder Drogendelikte. Und ich denke mir so, Stadelmann, du hältst jetzt mal schön die Fresse. Und während ich das denke, höre ich mich selber sagen. Na, zu schnell war ich ja wohl nicht. Der sieht meine roten Augen. Er sagt, sind Sie high? Ich sag, ich bin Ingmar, aussteigen, Drogenkontrolle. Das war richtig unangenehm, Freunde, das war richtig unangenehm. Die haben richtig die Karre hochgenommen. Ich kam mir vor wie so ein Schwerverbrecher, ne? Bis mein Ausweis hinten in ein Polizeiauto gelandet ist. Und das war mein Glück, der andere Polizist hat mich erkannt. Und der guckt so raus und sagt dann, ey, das ist dieser Komiker. Und dann kommt dieser Polizist zu mir ins Auto, so richtig so abschätzig, immer so. Du kennst ihn, wa? Er sagt ja wirklich so, was sind Sie? Comedian. Comedian? Ja. Ich hab nicht gelacht. Was machen Sie denn nachts hier auf dem Kuhdamm? Ich komme von einer Show. Eine Show? Ja. Wo denn? Aus Brandenburg. Aus Brandenburg? Ja, Brandenburg. Läuft wohl nicht. Und das war. Unsensibel, muss ich sagen. Schon unsensibel. Ne? Und da habe ich wirklich überlegt: ne? Ist das jetzt, war das schon Rassismus wegen dem Bart? Ist das schon rassistisch? Ist doch nicht rassistisch, oder? Guck mal, wenn ich meine Privilegien zurückhaben will, kann ich mich rasieren. Ja, es ist ein Kabaretthaus. Und das habe ich dann wirklich überlegt, diese Polizisten. Ne? Ich glaube, das ist was anderes bei denen. Das ist kein Rassismus. Ich glaube, das ist so eine Art Hormonneid. Doch, ich glaube, wenn als Polizist so 24 Stunden auf deinen Eiern im Streifenwagen sitzt, da wächst der Bart nicht mehr. So, bitte? Ja. Und dann läuft da so einer vorbei mit so einem Bart, dann denkst du so, oh. Stefan, guck mal, oh. Den nehmen wir fest. Was? Nein, doch, wir sind die Polizei. So funktioniert das wahrscheinlich, weißt du? Es läuft alles ein bisschen anders ab. Aber es ist halt Berlin. Berlin laufen dann sowieso anders ab. Ich meine, wir haben auch einen Flughafen, der sich nicht rechnet. Das muss man ja immer hinbekommen. Ne? Wir sind die einzige Hauptstadt der Welt, die einen Flughafen hat, mit dem man kein Geld verdient. Und wir wussten das, bevor wir ihn fertig gebaut haben. 100 Millionen Miese letztes Jahr. 100 Millionen. Zum Vergleich. Im letzten Jahr hat Tegel 100 Millionen Gewinn gemacht. Man muss also ein Jahr Tegel betreiben, um sich ein Jahr BER leisten zu können. Das Problem, Tegel ist zu! Das ist. Und wir wussten das und haben das trotzdem gebaut. Das ist ein bisschen so, wie ich zu dir sage: Hey, hey, hey. Ich habe hier diese Maschine, mit der kann man unendlich viel Geld vernichten. Willst du die haben? Und du sagst: Ja, das klingt eigentlich ganz gut, die würde ich haben wollen. Was kostet die? Die ist sehr, sehr teuer. Ach, das ist ja praktisch, muss ich gar nicht mehr so viel Geld vernichten. Das ist doch geil! Das ist Berlin. Das ist schon geil. Und Berlin ist schon das. Wir sind auch. Es ist halt einfach hier auch wirklich alles ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen Herr der Ringe ohne Special Effects. Man muss ja schon sagen, wir sind. Doch, oder? Lauter seltsame Figuren versteht kein Wort. Das ist die Stadt. Das ist doch geil. Ich habe auch lange Angst gehabt, diese Pandemie und so, dass das nicht wieder normal wird hier. Weil der Berliner hat ja mehr gelitten unter der Pandemie als zum Beispiel der Brandenburger. Ja, na, wenn es Brandenburg heißt, abends nicht raus in Abstand, da sagst du doch, ja, wie immer. Ne? Aber. Hier haben die Leute gelitten. Wirklich. Und ich wusste, dass es wieder normal ist, also dass wir Berlin-Level erreicht haben, kann ich euch genau sagen, wann. Als der Straßenbahnfahrer am Alexanderplatz den Taxifahrer am Alexanderplatz einfach weggerammt hat, weil er seinen Parkplatz blockiert hat. Habt ihr es gelesen? Der hat den einen, ich meine, der war höflich, der hat geklingelt und eine Durchsage gemacht. Ne? Wahrscheinlich sowas wie, nächster Halt, Endstation Krankenhaus, Kollege. Weißt du, irgendwie so. Und die sind wirklich beide ins Krankenhaus gefunden. Ne? Taxifahrer mit leichten Prellungen, Straßenbahnfahrer mit einem schweren Lachanfall. Und beiden wurde psychologische Betreuung angeboten.
Und ihr könnt nachlesen, Taxifahrer hat abgelehnt, hat gesagt, wenn ihr grillen will, lasse ich Türen zu. Und der Straßenbahnfahrer hat gesagt, er möchte den Psychologen sprechen. Und Freunde, bei dem Gespräch, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also wenn der Berliner Psychologe so reinkommt und sagt so, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Mit der Straßenbahn, der Taxi wegzurammen. Mensch, das ist doch gefährlich. Und der Straßenbahnfahrer nur so. Das hat sich so gut angefühlt. Oh. Seit 15 Jahren fahre ich Straßenbahn. Seit 15 Jahren überlege ich. Machst du das? Oder machst du das nicht? Jetzt habe ich es gemacht. Und das hat sich so gut angefühlt. Aber ich weiß, das ist gefährlich. Aber es geht ums Prinzip, Mensch. Das ist die Stadt, ne? So funktioniert das hier. So ziehen wir das durch, meine Lieben. Also, wer mehr über Berlin hören will, ich spiele ja mein Soloprogramm hier im Oktober, kommt da gerne vorbei. Ich denke, ihr seid so weit, dass ich Bastian rausholen kann, oder? Es ist heute Abend. Ich sag's ja nochmal. Dieses Gespräch und das, was wir heute Abend machen, das ist ein bisschen Experiment. Und wir nehmen das trotzdem auf. Ja? Und wenn das schief geht, dann wird das wahrscheinlich auch in 35 Jahren noch im Internet zu sehen sein. Aber dann sage ich einfach, das war mein Bruder. Das ist das Aiwanger-Prinzip, das macht man so. Wenn nichts mehr geht, dann ist es der Bruder gewesen. So. Meine Lieben, also ich freue mich sehr darauf, den Mann, den ihr jetzt hier auf dieser Bühne sehen könnt, schon eine ganze Weile zu... Ich erkläre euch gleich, warum wir uns kennen, das machen wir, wenn er draußen ist. Das ist einfacher. Sonst klingt das so komisch, wenn man sagt, ich habe ein berufliches Verhältnis mit seiner Frau. Das ist meine Managerin. Das ist nicht so der dreckige Gedanken. Also, meine Damen und Herren, begrüßen Sie einen der fantastischen Comedians dieses Landes. Ein Mann, der uns heute Rede und Antwort stehen wird, über den wir viel mehr lernen wollen, als wir bis jetzt wissen, oder so ähnlich. Rasten Sie aus für den fantastischen Bastian Pastewka! Guten Abend. Ich muss erst mal diesen Stuhl einsitzen kurz. Die sind super Stuhl. Sehr oder? Guter Stuhl. Ja. Ja, sehr schöner Stuhl. Ganz angenehm, man sitzt super. Und wie läuft's? Jan Zu, das soll ja ein ernsthaftes Gespräch werden. Ja, das glaube ich, kriegen wir hin, wa? Ich spüre das. Wenn und auch ihr lacht. Ich weiß auch ganz genau, was du tun wirst, sobald die Frage. Das geht aber vorsichtig, du musst aber wirklich. Nee, das geht, kein Problem. Das ist nicht, dass du da umfällst und dann. Wo sind die Kameras? Du hast gesagt, du wolltest nie wieder Brüske Schneider machen. Was ist da los? Das ist. Stimmt, meine alten Figuren, meine alten Gotteswillen. Was ist denn hier los? Nein. So. Nein, das war einfach nur so ein allgemeines sich wohlfühlen, weil das ist ein super schönes Theater. Ja. Das ist ein Experiment. Wir wissen nicht, was passiert. Richtig. Also ja. Wir wissen, so ein bisschen wissen wir schon, was passiert. Also, was wissen wir denn? Wir wissen, dass wir uns beide unterhalten werden. Ah. Ich werde versuchen, auch ernsthafte Fragen zu stellen. Ich will ein bisschen was über dich lernen. Die Leute wollen etwas über dich lernen, weil die Menschen kennen dich natürlich nicht als den lustigen Onkel aus dem Fernsehen. So, und das wollen wir heute ändern. Heute wollen wir dein wahres Ich. Klaus Kinski, meine Damen und Herren, es ist Klaus Kinski. Es ist immer Fritz Egner drunter. Oder Fritz Egner. Ich wäre gern Fritz Egner. So, jetzt müssen wir am Anfang vielleicht erklären, also wir beide kennen uns tatsächlich, weil meine Managerin ist deine Frau. Ja. So, das heißt, die managt eigentlich uns beide. So ist es. Ja. Dich privat, mich beruflich. So. Meine Frau managt nur die Erfolgreichen. Ja. So. Ist ernsthaft so, ist kein Scherz. Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen was lernen. Das war die Wahrheit. Das ist ein Experiment. Ja, es ist... Ich glaube, wir sind jetzt schon gescheitert. Aber es ist okay, ja. Das ist... Kommen wir zur Frage Nummer 1. Ja, toll. Ich habe mir drei Giovanni Di Lorenzo-Fragen rausgesucht.
Bitte, was hast du? Giovanni Di Lorenzo Fragen rausgesucht. Giovanni Di Lorenzo Fragen. Das sind Fragen, die Giovanni Di Lorenzo Komikern gestellt hat, auf so eine verächtliche Art und Weise. Bei 3 nach 9? Ja, 3 nach 9. Bei seiner Talkshow. So, wo eigentlich noch mitgeschwebte, ich hasse, was du tust, aber folgende Frage. Gut. Und du warst da auch schon mal, ne? Ich war 2009 einmal dort, ja. Stimmung ist im Arsch, aber so war's. Damals hat er es noch zusammen moderiert mit Charlotte Roche. Ja, leider. Stimmung ist im Arsch. Mit wem moderiert er denn das jetzt? Mit wem ist das jetzt? Mit Judith Rakers. Tagesschau, okay, ja. Mit der macht das jetzt. Und die fährt öfter mal so mit dem Hollandrad durch Sylt und macht da so Dokumentation. Während der... Ah nein, das ist eine andere Sendung. Das ist eine andere Sendung. Okay, ich wollte gerade sagen, das während der Judith Rakers, entschuldige. Ja, Judith Rakers im Hollandrad mit Giovanni Di Lorenzo. Ja. Wie fandest du die Show? Magst du das da? So eine Talkformate? Also so eine... Stell doch mal die erste Frage, bitte. Ich stelle das. Ist aber eine ernste Frage. Das war aber wirklich sehr nett da, kann ich nicht anders sagen. Und bei Inas Nacht? Da bin ich auch mal gewesen. Da war ich, da warst du auch mal. Bei Inas Nacht habe ich den Eindruck, das war das einzige Mal, wo du dich am Anfang unwohl gefühlt hast. Weil die dich so kaputt gesungen hat. Du hast salutiert. Nee. Bastian hat das einmal so gemacht, weil die so laut gesungen hat. Ja, da lief die Wiki-Musik und irgendwie dachte ich, ich müsste dazu salutieren, weil die das so marschmäßig aufgezogen haben. Ich spiegle mich. Ist auch ein deutscher Reflex. Ja, totaler Unsinn. Es fing später an. Also die Aufzeichnung, es ist nicht live, Inas Nacht, die Aufzeichnung fing später an als geplant. Ich glaube, es sollte um 18 Uhr losgehen. Und da das, was wir gesehen haben, so, und die Sendung ist, hat im Dunkeln stattgefunden. Also draußen war schon dunkel, die Shantychöre. Ich glaube, es ging um 22 Uhr los. Das lag daran, dass die Gastgeberin noch ein bisschen Zeit brauchte, um in Stimmung zu kommen. Und ich ahnte so ein bisschen, jetzt, weil ich kann nichts trinken, ich trinke sowieso wenig Alkohol, aber also das auch kann nur Wasser sein, weil alles andere wäre gefährlich. Ja. Weil ich werde von wahnsinnig wenig Alkohol sofort rotzevoll. Und zwar so richtig schlimm. Was ich immer schon mal sagen wollte. Du hast doch nur zwei Modi dann. Ich habe dich auch einmal betrunken erlebt. Ja. Und es gibt eigentlich nur zwei Modi. Der eine ist, dass du sozusagen in den kompletten Show-Modus gehst, ja, dann aber wirklich alle Figuren durcheinander spielt. Mhm. Und das andere ist, du wirst auf einmal, sagen wir mal, traurig. Nee, so, du beißt dich an irgendeinem Thema fest. Ja. Dann hörst du nicht auf. Total. Ja, ja, das eben, ist das ist scheiße, deshalb mache ich das nicht. Ah, okay. Und ich sorgte mich, und ich bekam da ja wirklich Alkohol. Ja. Und die Aufzeichnung war tatsächlich länger. Also wir haben da 1,5 Stunden durchgequatscht und dann kam erst Andy Borg, der zweite Gast. Und auf Andy Borg lasse ich nichts kommen, weil der hat diese Sendung so dermaßen zurecht an sich gerissen und war wahnsinnig lustig. Der ist auch sehr lustig. Der ist total lustig. Vor allem hat er so ein Saxophon genommen, hat mit der Band noch gespielt. Ja. Und ich nippte, glaube ich, noch an dem ersten Caipirinha oder was sie mir da hingestellt haben, weil ich wusste, ich darf nicht betrunken werden. Hast du mit Andy Borg gesungen? Nein, nein. Nein, das kann ich ausschließen. Ja. Nein. Nee, das brachte nichts. Also, ich habe ja selber nicht mal gesungen. Bei Inas Nacht muss man ja singen. Doch, du hast gesungen. Ja, ich habe dann Are You Lonesome Tonight in der deutschen Version von Peter Alexander gesungen, weil da so ein langer Sprechteil in der Mitte ist. Und du warst nüchtern. Weil in der Mitte musst du halt sowas sagen, ich weiß nicht, ob du einsam bist heute Nacht. Jemand hat einmal gesagt, das Leben ist eine Bühne und wir müssen alle unsere Rollen spielen. So, weißt du, das ist nicht singen, das ist reden, das lief gut. Aber als ich dann wieder... Bist du einsam, heute Nacht, wurde es peinlich. Da haben sie den Ton so runtergezogen und Andy Borg so, oh Scheiße. Also, gefährlich, war eine tickende Zeitbombe, die Sendung. Weißt du, ist auch nie ausgestrahlt. Weißt du, was Andy Borg gesungen hat? Was denn? Nee, frage dich. Das weiß ich nicht mehr. Nein, weil normalerweise, wenn man da als Schlagerstar hinkommt, dann singt man ja keinen Schlager, dann macht man ja auf immer, ich weiß nicht, ich mache heute mal Nirvana. Wie heißt denn der große Hit von Andy Borg nochmal? Will mir gar nicht, lass laufen. Wie heißt denn der große Hit von Andy Borg nochmal? Will mir gerade gar nicht einfallen. Ich weiß nicht, Borg, dir mal... Was ist der große Hit von Andy Borg? Wissen Sie das? Sie wissen das, oder? Was singt Andy Borg? Was? Die kleine Kneipe in unserer Straße. Das ist nicht Andy Borg. Das ist doch nicht... Also das ist nicht schlecht. Atemlos ist es auch nicht. Bück dich. Nee, ach, das ist der andere. Wie hieß der erste große Hit von Stefanie Hertel und Stefan Ross? Sag. Komm, blas mir mal die Wolken vor, Trompeten ist dein Lieblingssport. Das gibt es doch nicht. Kein Scherz. Da gibt es doch auch einen Film auf YouPorn zu. Nee, das ist ihr erstes Album gewesen. Inzwischen sind sie ja leider getrennt. 1994, der erste große Hit war Komm, blas mir mal die Wolken vor, Trompeten ist dein Lieblingssport. Ne? Wie heißt der große Hit von Andy Borg? Nervt mich, dass mir das jetzt... Werden wir jetzt... Was? Adios, 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 amor. Vollkommen richtig. Sehr erfolgreichste Sendung im SWR. Schlagerspaß mit Andy. Ich habe den früher immer mit Roland Kaiser verwechselt. Weißt das du, geht nicht. Hab ich wirklich? Ich habe ja keine Ahnung. Das geht nicht. Das geht nicht. Also da hört der Spaß auf.
also Andi Burger und Roland Kaiser, also ich gehe. Roland Kaiser ist... Wirklich. Roland Kaiser, Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren in dem Fieber... Moment, der wichtigste Teil kommt noch. In dem Fieber, das... Und dann kommt, sie war ein Licht, das schön wieder... Hielt ich ihre Jugend in den Händen. Ja. Sind auch Lieder, ich wollte ja sagen... Internationales Schwimmfest. Ich wollte ja sagen... Till Lindemann haben sie nicht gekriegt, aber Roland Kaiser, den... Kaisermania. Kaisermania. Im MDR. So, wollen wir zur ersten seriösen Frage kommen? Ja, wir wollten noch eine Frage stellen. Die erste seriöse. Ich habe so viel vorbereitet, ich habe so viel recherchiert für dich auch heute. Das ist ein Zettel, Mensch. Es sind zwei Zettel, die ich gefaltet habe, Mensch. Ich bin seit 25 Jahren im Fernsehen und du hast einen Zettel. Könnte ich schon ausflippen. Das ist ein Experiment, ne? Ich freue mich. Ich bin um... Es gibt ja noch eine lustige Vorgeschichte. Wir haben beide schon zwei Interviews gemacht in unserem Leben. Ja. Das eine war ein Radiointerview und das andere war in meiner Fernsehshow. Und beide Sendungen habe ich danach verloren. Also es ist mit einem gewissen Risiko heute Abend verbunden. Ich sorge mich auch darum, dass während wir hier sprechen, die Leute schon alles abbauen und so. Das Publikum geht. Wo die große Frage ist, was sollen sie da noch abbauen? Das okay. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt, ne? Wir haben uns Bitte. Im Radio... Na gut. Ist es absichtlich so gehalten? Natürlich. Herr Hallervorden mag das so. Wir haben uns im Radio kennengelernt, in deiner Radiosendung. Na, wir haben uns schon echt kennengelernt, aber du warst in der Radiosendung zu Gast, ja. Ja, so war es. Und danach ist die Radiosendung... Es ist noch schlimmer. In eine unbestimmte Pause. Es ist noch schlimmer. Ich war im Prinzip schon gefeuert, bevor wir das Interview gemacht haben. Weil man mal wusste, wie sehr ich die verehre und dass ich auf dieses Interview so lange hingearbeitet habe, hat man mich das Interview noch machen lassen, hat mich danach entlassen und das Interview nie gesendet. Das ist nie gesendet worden? Nein, das ist nie gesendet worden. Das ist unverständlich, ein Rieseninterview. Das war Bombe. Habe ich super Ihnen als Nachtgeschichten erzählt. Ja, ja. Warum ist denn das nicht gesendet worden? Ja, weil ich entlassen wurde, Bastian. Welcher Sender? Dreisat. Welcher Sender war das? Radio war das. Ein, soll ich sagen? Energy war das. Energy Berlin. Ja, ja, Stimmung im Arsch. Ja, ihr seht ja, wo die jetzt sind, wo wir sind. Und beim Fernsehen war es hier drüben bei der Verbrecherbutze. Leider, das muss man so sagen. Da haben wir uns noch 7 Minuten abgewürgt, weil die Zeit vorbei war. Ja, da kamen, glaube ich, die schönsten Brücken Brandenburgs danach, ne? Ich habe noch nachgedacht, 15 schönsten Bahnstrecken Brandenburg. Die 15 schönsten Bahnstrecken, ja. Das fand ich früher immer super, dass sie in der ARD nachts als Auffüllung hatten, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Ja. Und dann stand da Nürnberg-Flensburg. Ja. Die Sendung war aber nur 4 Minuten lang. Ja. Ich meine, wie schnell kann man das? Ne? Und es war immer nur eine blöde Kamera vorne, alle Lok dran. Du sahst immer nur Schienen, 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 Schienen. Es hätte überall sein können. Aber drunter stand die ganze Zeit Nürnberg-Flensburg. Oh, ICE Wilhelm Konrad Röntgen oder sowas. Ja, ja. Bis die Palmen und die Giraffen kamen, dann dachte man, Moment mal. Da waren sie in Brandenburg. Da waren sie in Brandenburg. Ja, ja. Falsch abgebogen. Also die Fernsehsendung war, also das ist ganz lustig, weil das eine ziemlich gute Sendung war und ich sehr viel Spaß hatte mit dir bei dem Interview und wir hinterher eigentlich alle gesagt haben, Mensch, das war eine Bombenshow heute. Und am nächsten Tag haben wir die Quoten bekommen und es war eine Katastrophe. Und aber das war ganz gut, weil ab da wussten wir alle, es kann nicht an der Sendung liegen, wenn ich mit Bastian Pastewka da sitze und am Ende nur 2,5% zugucke. Doch, doch, es tut mir leid, so ist das. Ich bin sehr oft zum Beispiel bei Harald Schmidt zu Gast gewesen und er sagte mir, die Folgen, die keiner guckt, sind die mit dir. Kein Scherz, kein Scherz. Das wäre erst einmal eine gute Info gewesen, bevor wir dich einladen. Ja, das erzähle ich natürlich nicht vorher. Ne? Aber tatsächlich, aber das hatten sie dir doch, glaube ich, gesagt, das war ja im April, glaube ich, April. Ja. Und die Sendung, also die haben die Sendung aufgegeben, aber du durftest trotzdem noch bis September senden. Natürlich, weil es mehr wehtut. Das ist, ja, aber das ist auf der anderen Seite ehrlich gesagt ganz fair. Ist, ne? Also okay. Lindenstraße. Nein. Haben sie auch gesagt, also, Leute, ihr macht das jetzt seit 45 Jahren, 3 Jahre dürft ihr noch. Also, ja. Man kann über den RBB viel sagen, wirklich viel sagen, aber es war ein faires Ende am Ende. Ja, das so. Muss man sagen. Also es hat keinen Sinn gemacht, weil wir sozusagen 3 Wochen vorher ein neues Studio bekommen haben und wir haben alle zusammen gesagt, na, wenn wir uns ein neues Studio geben, ich meine, das kostet ja Geld, da können sie uns ja nicht absetzen. Und von da an hat es 3 Wochen gedauert, bis sie gesagt haben, wir haben kein Geld mehr. Und was haben sie denn gesendet, nachdem du weg warst auf dem Sendeplatz? Da haben sie sich eine Sendung geteilt mit dem MDR, Riverboat.
Ach, Riverboat. Ach, schön. Da haben sie das Riverboat gemacht. Mit, wer hat das denn moderiert in Berlin? Kim Fischer. Jawohl, Kim Fischer. Kim Fischer hat es moderiert. Und, Matze Knob war nie. Sebastian Fitzek. In Berlin war es Fitzek. Ja. Da war noch Kachelmann in Leipzig. Und Kachelmann hat gesagt, ich fahre nicht nach Berlin. Der hier bleibt in Leipzig und die Berlin-Ausmacher haben Fitzek gemacht. Fitzek hat es aber gut gemacht, fand ich. Und wie viele Leute haben das geschaut? Niemand. Das war geil. Weil mich haben sie abgesetzt, weil die Quote zu schlecht war. Und haben gesagt, wenn wir Riverboat übernehmen vom MDR, dann wird die Quote hier durch die Decke gehen, haben sie gedacht. Weil Riverboat macht beim MDR 20%. Da hat der RBB gedacht, naja, dann nehmen wir ja auch 10% mit. Mit dem Denkfehler, Oma Paschulke, die in Brandenburg Riverboat guckt, die fängt natürlich nicht irgendwann an, auf dem RBB umzuschalten, wenn sie Riverboat guckt. Nach 30 Jahren guckt sie Riverboat wo? MDR. Das heißt, Riverboat hat im RBB keiner geguckt. Überraschung, nach 3 Monaten war es vorbei, mit noch schlechteren Quoten als ich. Und dann haben sie wieder die schönsten... Da haben sie wieder die schönsten Bahnstrecken dann gesendet, als das Riverboat auch wieder weg war. Ne? Ja, da haben sie doppelt Seiten, 30 Züge gefahren dann. Statt ja, das war 15. Herrlich. Das war auch gut, genau. Ja. Und jetzt macht Wolfgang Lippert Riverboat beim MDR mit. Moderiert es. Noch interessanter ist folgende Geschichte. Und zwar... Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Ja, wollte ich das nicht. Bastian. Ja. Nun gilt's als ernsthafter Unterhalter. Mhm. Es folgt eine seriöse Frage. Zähl mir doch mal alle Mönche im Film im Namen der Rose in der Reihenfolge ihres Ablebens auf. Adelmus von Otranto, Venantius von Salvemeck, Beringar von Arundel, das ist der Rundliche, der noch lange auf dem OP-Tisch liegt. Gespielt übrigens von Michael Habeck, der deutschen Synchronstimme von Oliver Hardy, kein Scherz. Mit dieser Info überbrücke ich Zeit, bis ich den vierten Mönch weiß. Severin von St. Emmeram, Malachias von Hildesheim. Im Buch stirbt noch Ubertin von Casale, ist im Film nicht drin. Und am Ende muss man sich entscheiden, das kommt je auf die Fassung an. Das Buch sagt ja, dass die Rose, also die einzige weibliche Frau des Films, überlebt. Im Film ist es andersrum. Da sehen wir die Scheiterhaufen abgebrannt. Bernard Guy, gespielt von F. Murray Abraham, kommt im Film um, aber nicht im Buch. Im Buch stirbt dafür Abbo der Abt, im Hörspiel gesprochen von Manfred Steffen. Noch uninteressanter ist übrigens folgende Geschichte, meine Damen und Herren. Bastian. Ich weiß nur so scheiße, es tut mir leid. So. Und da sind wir ja eigentlich mittendrin in deinem Leben. Das ist mein Leben. Das war mein Leben zusammengefasst in 3 Sätzen. Warum weißt du diese Dinge zum Beispiel? Ich war 14, als ich zum ersten Mal Der Name der Rose als Hörspiel hörte. Und ich bin ein riesengroßer Hörspielfan. Das ist eine unerklärliche Leidenschaft. Es gibt eine sehr tolle, auch sehr lange Hörspielfassung. Nicht gelesen, sondern wirklich mit verteilten Rollen. Eine wunderbare Hörspielfassung von Der Name der Rose. Und ich... blöd wie ich bin, behaupte, die ist stärker noch als das Buch, weil das Buch in der Beschreibung von Klöstern sich so ein bisschen hinzieht, das ist im Hörspiel nicht. Es ist aber viel differenzierter als der Film von 87 mit Sean Connery, weil sie da halt nur so ein Best-of des Buches abspulen. Ist meine Meinung dazu. Das kann jeder halten, wie er will, um Gottes Willen. Aber das ist ja ein Film, den du offensichtlich wahnsinnig oft geguckt hast. Den Film habe ich, glaube ich, 3-mal im Leben gesehen, weil ich hatte dieses Hörspiel vor Ohren, vor Augen und war da so drin in dieser Mittelalterwelt, damals in den 80er Jahren, als ich irgendwie 16, 17 oder sowas war und fand das irgendwie ganz spannend. Deshalb habe ich mir diese komischen Figuren alle gemerkt. Und das ist aber sozusagen keine Ausnahme, sondern das war auch Teil deines Lebens einfach, ne? Ja. Es gibt mehrere solche... Das ist eine Generationssache. Ich meine, die Leute, die jetzt halb so alt sind wie ich, also du, können alle Harry Potter Figuren oder so etwas. Also ich war mal dabei, ja, so, da ist schon jemand, du kannst der es sehr gut, ja, jetzt den Abend für sich entdeckt hat, ja. Ich kann keine einzige, ich habe nie Harry Potter gelesen, nie gesehen, ich weiß nichts von Harry Potter, nichts. Man könnte mir sagen, da spielt Pierre Littbarski mit, ich würde es glauben. Woher weißt du das? In welchem Teil? Ja. Woher weißt du das? Ich würde es glauben, ich habe keine Ahnung. Der ist die Eule. Aber, also, 72 geboren, ist korrekt? Richtig. 72 geboren in Bochum? Richtig. Aufgewachsen, aber in Bonn? Richtig. Bonn. Dann gibt es 2 historische Daten, die ich jetzt beide in den Kopf werfe. Mhm. 1976, 77 Terror, Rote Armee-Fraktion. Mhm. 1977, erster McDonald's Bonn. Der erste McDonald's in Bonn, da war ich, glaube ich, dabei, als der eröffnet wurde. ich weiß auch noch genau, wo das war. Der ist auch immer noch da. Das war einer der allerersten überhaupt.
da habe ich, glaube ich, meine halbe Schulzeit drin verbracht, glaube ich. Ne? Also Hausaufgaben machen, sich mit Freunden treffen, ne? Das letzte Chicken McNuggets immer ohne Soße essen, weil die nicht ausreicht. Das war so die Tradition damals. Genau. Und wie lange hat deine McDonald's-Sucht gehalten? Die ist noch da. Tatsächlich? Ja. Wirklich? Die will nicht weggehen. Es ist schrecklich. Wirklich? Ich dachte, du bist weg davon. Ja, das erzähle ich so alle 5 Jahre mal wieder. Sagen. Das wechselt so, weißt du? Wozu führt man Vorgespräche, wenn du mich anlügst? Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau, richtig. Das ist der Sinn von Vorgesprächen. Ja, ja, man lügt, bis man in der Sendung ist. Da bin ich übrigens wieder bei Charlotte Roche, die mir im Vorgespräch von eben dieser besagten 3-nach-9-Sendung sagte, ja. Und wenn du es nicht weißt, lüg irgendwas. Ja. Es geht um, hat sie wirklich gesagt, es geht um die Unterhaltung dabei. Ja. Tatsächlich bilde ich mir manchmal ein, von Fastfood und sehr viel Schokolade wegzukommen. Aber das hält immer nur sehr kurz. Das ist so in Wellen bei mir. Aber nimm uns doch mal damit in diese Zeit. Also 70er, 80er Jahre, das ist ja Westdeutschland klassisch. Ja. Bonn, zweitschönste Hauptstadt Deutschlands, die wir hatten. Das ist ja, du bist ja im Prinzip auch so, eigentlich bist du ja eine Art Zeitzeuge, weil du hast ja so einmal ganz Westdeutschland durchlebt, ja, genau. Und lebst ja nun seit auch 20 Jahren hier. Genau, also ich war damals im westlichen Tal der Ahnungslosen, das muss man wirklich so sagen, das meine ich jetzt gar nicht zynisch. Das war die Bundeshauptstadt Bonn, die war sehr, sehr konservativ. Entweder gehörten die Menschen, die dort lebten, irgendwie zur Politik dazu oder waren Menschen, die auf Politikerinnen und Politiker aufgepasst haben. Der ganze diplomatische Dienst, das waren die ganzen Ministerien dort, es gab permanent Botschaftsbesuche. Ich habe Michael Gorbatschow auf dem Rathausplatz gesehen, als er 88 da war. Die Schule geschwänzt, da gab es einen riesen Alarm, warum gehen die Schüler nicht in die Schule, sondern gucken sich Gorbatschow an. Heute wissen wir, glaube ich, warum wir das gemacht haben. Ich bin permanent so irgendwie im Karstadt gegen Helmut Kohl gelaufen und so, weil die damals, ja. Moment, genau. Der Karstadt war doch in Helmut Kohl, nein, oder? Es war nicht die Süßwarenabteilung, da hätten wir beide gut hingepasst. Nein, nein, aber das war so, dass die Politiker da rumliefen, die hatten da ihre Securities und so. Hans-Jochen Vogel, Hans-Dietrich Genscher und so Leute. Wir wussten auch, wo die wohnen. Heute klingeln wir mal bei Norbert Blüm oder sowas. Das fanden wir funny nach der Schule und dann schnell weglaufen. Ne? Klingelstreich, sagt man. Hier bei uns heißt es im Rheinland Klingelmäuschen. Ne? Das wird ja alles so verniedlicht. Ne? Im Schwabenland heißt es, glaube ich, Klingelputz. So, egal. Und dann hörte aber diese Welt des sehr konservativen Bonds, in dem natürlich alles gut war und es keine Drogenszene gab, nein, nein, die hörte auf, als ich mein Abitur moderiert habe. Das war 1991 im Juni und am Morgen war entschieden worden, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt ist. Ja. Nie war eine Stimmung auf einem Abiturball beschissener. Wirklich, war euch das wichtig? Ja, die Stadt Bonn dachte 1991, dass sie sozusagen von der bundesdeutschen Landkarte für immer getilgt ist, weil sich abzeichnete, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt ist und alles nach Berlin geht, ist ja auch so passiert. Und Bonn dachte, wir sind nicht mehr wichtig, wir sind nicht mehr da, wir können jetzt auch sagen, wir sind Hannover, ne? Das macht keinen Unterschied. Und alle waren traurig und es gab lange diese Umzug ist Unfug Aktion und sowas, an der habe ich mich sogar beteiligt. Es gab eine Aktion, die hieß Umzug ist Unfug? Umzug ist Unfug, ja. Ja, weil alle gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert, das ist so wahnsinnig teuer. Ja, ja, klar. Es ist doch wahnsinnig teuer, in Berlin unglaublich viele Gebäude hochzuziehen, um ein neues Parlament dort aufzubauen. Der symbolische Teil ist mir dabei vollkommen egal, aber teuer ist es, würde ich sagen. Und anstatt dieses Geld, mit diesem Geld etwas Vernünftiges zu tun, natürlich waren die Bonner da selbstlos, haben gesagt, uns geht's gut, das ist kein Problem, wir sind eine Studentenstadt, wir kommen schon irgendwie weiter. Aber wäre es nicht sinnvoll, dieses Geld, also Bonn als Hauptstadt einfach zu lassen mit den Ministerien und mit dem, was man da an Investitionen tut, irgendwie etwas Gutes zu tun? Und das ist aber nicht gelungen, die Geschichte hat gesiegt. Da warst du ja dann politisch aktiv. Ja, 2 Minuten in meinem Leben. Ja. Ist das aber tatsächlich ist das einzige Mal, dass du da irgendwo auf die Straße gegangen bist für irgendwas? Genau. Wir sind da alle hingegangen und dachten, das ist Quatsch, dass es das gibt. Und zwar wirklich nur aus den Verhältnisgründen und den Problemen, die es damals gab. Und du hast es so schön erzählt, du saßt da im McDonald's, da habt ihr Hausaufgaben gemacht. Das war sozusagen euer Hort, das war wie man super. Im Osten sagen würde. Ja. Da habt ihr euch gegenseitig geholfen. Und nein, nicht. Wir haben alle für uns Hausaufgaben gemacht und haben irgendwie auch nicht abgeguckt, haben da über diese Serviettendinger hingestellt und so. Nein, wir haben Burgerboxen hochgezogen. Genau, wir haben das zusammen abgehangen, würde man damals schon sagen. Würdest du sagen, warst du ein beliebter Schüler zu dem Zeitpunkt? Nee, ich war ein unauffälliger Schüler. Also ich war jetzt weder besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht, außer in Sport. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, das Konzept. Hat sich das noch geändert? Nee. Aber damals war das so besonders eklig. Ne? Du gehst da in so Massenumkleiden, du gehst dann raus, musst dann mit einem Scheißball hinterherlaufen, irgendein Idiot haut dir einen Hockeyschläger in die Fresse. Und ich bin ein einziges Mal, und das war für mich lebensbestimmend, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben, ich will damit gar nicht angeben, nur ein einziges Mal ins Klassenbuch eingetragen worden. Und zwar natürlich in Sport.
Und die Sportlehrerin hatte einen relativ gesunden Humor, musste mich aber tadeln und wollte genau hinschreiben, warum. Und da steht in dem Klassenbuch, und das ist mein Lieblingseintrag, da steht wirklich drin, ich hatte mich mit einem anderen Schüler unterhalten, Pastewka und Bönsch unterhalten sich während des Zirkeltrainings über das Leben des Brian. Als ich diesen Satz las, 1990, das war die große Phase, wo wir alle das Leben des Brian und Blues Brothers im Kino guckten, wusste ich, das ist eigentlich das Kick-Off in mein wirkliches Leben. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang irgendwelchen Medizinbällen hinterherlaufen oder im Kreis rennen, ja, und mir erzählen lassen, hin, wenn der Ball schon gefallen ist. Ja. Ich kann es nicht mehr hören, sondern ich will das Leben des Brian gucken und anderen Unsinn machen. Das Aber war das schon eine Phase, in der du wusstest, ich bin Bastian Pastewka? Also, ich bin lustig? Das weißt du ja nie. Das weiß man nie. Ich habe damals mit dem Kollegen Bernhard Hoecker, den wir alle aus Wer weiß denn sowas kennen, zusammen Comedy gemacht. Wir kamen aus der gleichen Schule. Er war zwei Stufen, irgendwann nur noch eine Stufe über mir. Hoecker, Sie sind raus! Ja. Bernhard drehte eine Ehrenrunde und dann haben wir ein Comedy-Ensemble mit zwei weiteren Kollegen gegründet. Wir waren vier Männer und spielten überall da, wo man uns ließ. In Eiscafés, in Dormagen, beim Schichtkäse-Festival in Bad Zwischenahn. Also wir sind überall aufgetreten. Das gibt es wahrscheinlich wirklich. Das gibt's, klar. Ja. Natürlich. Wir sind überall aufgetreten, wo uns zu Recht keiner haben wollte. Ne? Also im Publikum waren stets zehn Leute und davon waren drei meine Mutter oder so. Also, aber das heißt... Es war schrecklich, es war keine schöne Zeit, aber du hast es gemacht, weil du glaubst, du hast den Leuten irgendwas Lustiges zu erzählen. Und das geht natürlich am Anfang erstmal krachledernd daneben, weil du gar nicht lustig bist, weil du bist 17 oder 18 Jahre alt, du hast noch keine Ahnung von der Welt, du ahmst und äffst irgendwas nach, was du im Fernsehen als Lustiges gesehen hast. Oder was war das bei dir? Harald Schmidt zum Beispiel war ein absolutes Vorbild, Götz Alsmann, dann habe ich dauernd mir englische Sachen angeguckt, natürlich Monty Python rauf und runter, Mr. Bean rauf und runter, also Rowan Atkinson, bevor er Mr. Bean wurde, hatte auch schon eine Comedy-Show, wo er unterschiedliche Figuren spielte und ich fand das immer so faszinierend, dass man speziell in England immer Schauspielerinnen und Schauspielern, Komödianten zugucken konnte, die sich dauernd verkleideten und immer wer anders waren. Und dann kam sie und dachte, oh, das ist doch der gleiche. Ich erkenne den doch an den markanten Gesichtszügen und so. Das fand ich total aufregend. Das war was mich total interessierte. Und da habe ich festgestellt, ich bin auf der Bühne brutal falsch. Also mit dem, was ich damals machte. Ernsthaft. Und habe gesagt, nee, ich möchte Fernsehen machen, weil da muss ich mich verkleiden und werde dann erst gefilmt. Und das, was du hier zum Beispiel eben gemacht hast mit deinem wunderschönen Einstiegsmonolog, das ist also das, was man ja Stand-up, Land auf, Land ab nennt. Das kann ich nicht, konnte ich nie und werde ich auch in meinem Leben niemals so gut machen können, wie die Kollegen, die es richtig gut können. Ja, ist die Wahrheit. Das ist eine Erleichterung. Erleichterungsapplaus. Da habt ihr kurz die Applausstelle verpasst. Das kann schon mal passieren. Ich wollte ja keinen haben, ich habe nur die Wahrheit ausgesprochen. Ich habe ihn noch rausgesucht hier, also dein erster Fernsehauftritt. Als er 1994 das erste Mal im Fernsehen auftrat, spielte Pastewka in einem Beitrag des WDR einen Spinat. Das stimmt. Magst du das erörtern? Kannst du? Das kann ich sagen, ja. Es gab eine, ich spielte mit Bernhard Hoecker auf der Bühne lustige Rumpelsketche. Was war er? Mohrrübe oder? Nee, er war nicht dabei. Ach so. Wir spielten auf der Bühne irgendwas und da kam ein Mensch von WDR 5, damals einem Radiosender, der gibt es heute noch, der neu gegründet war und der ein Kinderprogramm hatte. Und der fragte mich, du hast irgendwie eine angenehme Stimme, wir suchen jugendliche Stimmen für unser Kinderprogramm, Jugendprogramm im Radio bei WDR 5. Und wir machen da eine Riesenstory über, wie Gemüse entsteht. Und ich so, geil, mache ich. Ne? Nichts zu verlieren, klar. Bin nach Köln gefahren und durfte da so einen Beitrag sprechen, so vom Zettel runter. Und da ging es tatsächlich um Gemüse, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und das wiederum hat irgendein Fernsehmensch gesehen, der sagte, der Vogel scheint irgendwie lustig zu sein und kann zumindest gut sprechen. Wir machen was für eine Fernsehsendung des WDR, die hieß Chamäleon. Warum habe ich das jetzt gesagt? Und da ging es darum, das Gemüse jetzt, also das, was im Radio schon passierte, jetzt auch nochmal fürs Fernsehen nachzustellen. Und ich wurde der Blattspinat. Ja. Andere Kollegen, ich darf nicht sagen, wer dabei war, aber es könnten Lindenstraßen-Schauspielerinnen und Schauspieler gewesen sein, spielten tatsächlich Mohrrüben und ich weiß nicht, Lauch, Stangensellerie und was da alles noch war. Und ich war der Blattspinat und wurde bis zum Hals im Boden eingegraben dafür. Und grün angemalt natürlich. Und dann ist eine Moderatorin des WDR, die man heute noch sehr gut kennt, ist vorne vorbeigegangen an so vier eingegrabenen Köpfen. Ne? Es hätte auch Apocalypse Now sein können, ne? Aber es war die Geschichte des Blattspinats und der Mohrrübe und den Dings und wir mussten, glaube ich, so drei Sätze sagen und in erster Linie nur grün oder orange oder blau irgendwie leuchten, keine Ahnung.
Allein für dieses Outing hat sich der Abend gelohnt. Bei sehr, sehr gut. So ging das los, ja, tatsächlich. Und, aber wie ist, bist du denn von da, weil wir sind jetzt Anfang der 90er, ne? Wenn wir jetzt so Mitte, ja, um 93. Ich meine, ich würde gerne noch einmal zurück, zum, bevor wir zur Wochenshow kommen. Du hast ja mal studiert auch. Ja. Uns eint, dass wir zu gut waren, um es zu beenden. So ist es, ja. Was hast du studiert? Ich habe Kommunikationswissenschaften und Soziologie studiert. Aber was ist Kommunikationswissenschaften überhaupt? Im Prinzip das hier. Okay. Leuchtet ein. Jetzt, aber der, pass auf, der Gag. Ich habe eingeschrieben für katholische, evangelische Kirchenwissenschaften. Mhm. An der FU in Berlin, weil das ohne Numerus Clausus war. Und es war damals so eingerichtet, dass wenn man irgendwie eingeschrieben ist an der FU hier in Berlin, hat man ein Anrecht darauf, alle anderen Vorlesungen auch zu besuchen. Und deswegen haben sich alle eingeschrieben für die Numerus Clausus Fächer, wo null ist sozusagen, und sind dann zu den Sachen gegangen, wo eigentlich Numerus Clausus 1,2 und so weiter war. Das war nicht bei Kommunikationswissenschaften. Und deswegen war alles gnadenlos überfüllt. Und wenn man aber alle Scheine, die man so brauchte für diesen Studiengang, da dann gemacht hat, konnte man das einfach unschreiben lassen und dann hat man halt Kommunikationswissenschaften weiter studiert. So, das war der Plan, den ich nicht umsetzen konnte. Auch unter anderem, weil ich irgendwann in dieses, zu diesem, weiß ich gar nicht, der war, muss katholisch gewesen sein, der das da geleitet hat. Dann bin ich da einberufen worden, weil die natürlich mitbekommen haben, dass ich nie da bin. Und dann saß ich da vor dem, vor so einem sehr, sehr breiten Holztisch und der guckte mich sehr ernst an, es war relativ düster und sagte in einem sehr tiefen Ton zu mir: Wir beide wissen, dass sie hier nicht hergehören. Und da hat er recht. Und das klang wie Thorsten Sträter übrigens. Ja, oder? Kann ich auch, wenn du als, ja, hallo Bastian. Ja. Schön, dass du auch Thorsten, hier bist. Was machen wir heute? Thorsten Sträter. Haben wir etwas vorbereitet. Kommen wir gerade von einer Ficky-Ficky-Ranch in Ungarn. Das ist eine andere Geschichte. Haben wir von zwei Rumänen das Gesicht entfalten lassen. So, ja, also was hast du studiert? Darum geht's. Es geht um dich. Aus demselben Grund Pädagogik. Ne? Das Einzige, was man, glaube ich, auch keinen NC oder nur so einen Loser-NC wie meinen aber der vorlegen Plan, musste. War der Plan, Lehrer zu werden? Ja, das habe ich, glaube ich, mal kurz gedacht, aber es hat nicht gereicht. Also ich habe mich dahin gequält und natürlich genau wie du waren da Leute, die natürlich sofort erkannten, während man noch auf wichtig machte, dass es vollkommen sinnlos ist, mit mir da irgendwelche Zeit zu verplempern, geschweige denn irgendwas zu investieren, was ich ansatzweise nicht hätte. Ne? Also das war ärgerlich. Also ich habe den Leuten da Zeit gestohlen. Das war Schwachsinn. Aber hast du denn den Eindruck, dass das tatsächlich verschwendet ist? Oder kannst du irgendwas von Pädagogik, die du gelernt hast, für das benutzen, was du hier machst? Nee, auf gar keinen Fall. Kannst du nichts von verwenden. Nee, also ich habe mich damals in Adorno eingelesen und in Jean-Jacques Rousseau und so Geschichten. Das habe ich mal gemacht, aber diese Zeit ist bei mir wirklich wie weggeblasen. Weil ich habe das Studium unter der Woche alibimäßig irgendwie gemacht, weil ich dachte, ich muss noch mal was für die Birne tun. Und um am Wochenende dann wieder im Dormagen aufzutreten. Ne? Vor 10 Leuten, von denen sich 3 in der Veranstaltung geirrt haben. Und einer nach meiner besten Pointe des Abends sagte: Renate, wir gehen. Ja? Das war das, was ich nicht vergessen habe. Aber was ich da gelernt habe, ist wirklich alles bei mir weg. Ist schrecklich. Gut, wir waren also, du hast das Studium hast du abgebrochen. Ja. Da hast du da beschlossen, du ziehst jetzt mit deinen Kumpels los in dieser Comedy-Gruppe. Ja. Und ihr tourt. Wir haben das 4 Jahre lang gemacht und irgendwann wurden wir einigermaßen erträglich. Aber also war das dein gesamter Einkommensstrang? Das war mein gesamter Einkommensstrang. Ich habe nebenher habe ich noch gejobbt, um irgendetwas noch zu verdienen. Ich habe Ärzte durch die Gegend gefahren, Ärztinnen und Ärzte in Noteinsätzen. Da gab es so ein privates Fahrgeschäft in meiner Heimatstadt Bonn, wo ich damals immer noch gelebt habe in den 90er Jahren. Du bist Krankenwagen gefahren? Nee, kein Krankenwagen. Ich hatte keine medizinische Ausbildung, sondern tatsächlich Hausärzte. Da gab es in der Stadt Bonn gab es irgendwie so einen Verband, wann immer irgendjemand sagte, ich brauche eine Tablette oder ich habe irgendwie Atemnot und nicht direkt ins Krankenhaus muss. Dann kommt einfach nur der Hausarzt. Und wenn das nachts passiert, hast du halt nachts Bereitschaft. Und dann fährst du mit diesem Auto, holst den Arzt, fährst irgendwo hin, der Arzt geht dann in das Haus, checkt alles und fährst den Arzt wieder zurück, weil es eben nachts ist. Und es zu riskant ist, dass der Arzt selber fährt und übernächtigt, irgendwie nicht vernünftig ausgeschlafen beim Patienten ankommt. Also das wäre ja etwas, wo ich jedes Mal denken würde, wenn er wiederkommt, dass ich das jetzt auch habe, was der gerade untersucht hat. Ja. Wirklich? Da bist du auch mitbekommen? Das waren meistens aber so Placebo-Leute. Also die Ärzte, die wieder bei mir einstiegen, sagten, war Quatsch. War nix. Ne? Die wollte reden. Ja, und es hatte zur Folge, dass vor dem Haus, also der Wohnung, wo ich damals gewohnt habe, halt immer ein Arztwagen stand. Es war halt so ein kleines Auto, wo drauf stand Arzt. Ja, und die Leute dachten, ich bin krank.
Ja. Und werde die ganze Zeit so gepflegt von irgendeinem Arzt, weil sonst wird das Auto nicht davor stehen. Ne? Ja, war aber nicht so. Ja, vollkommen, auch, das habe ich nur gemacht, um Geld zu verdienen natürlich. So, dann haben wir gelernt jetzt. Du bist dann beim MDR als Salat aufgetreten. WDR. WDR. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Beim MDR hatte ich das noch gar keinen Fall. Es war Spinat. Wir wollen sauber arbeiten. Es war Spinat. Und dann bist du ja auf einmal in der Wochenshow. Über meinen Chamäleon-Umweg noch. Also im West, also oh, ich will das jetzt gar nicht breit reden, aber im Westdeutschen Rundfunk durfte ich anderthalb Jahre noch eine Jugendsendung machen, die aus dieser komischen Blattspinat-Geschichte hervorkam. Und da durfte ich Sketche spielen und erstmal tatsächlich alle Fehler im Fernsehen machen, weil ich natürlich schnell festgestellt habe: oh, ne, Fernsehwirkung ist nochmal was anderes als Bühnenwirkung. Die Verkleidungen, die ich aus dem englischen Sketch-Fernsehen kannte, sind doch nicht so lustig, wenn ich sie trage. Und all diese Fehler durfte ich erstmal machen. Und dann hatte ich das große Glück, in die Wochenshow gecastet zu werden, im Sommer 1996. Wer hat das Casting gemacht? Weißt du das noch? Ja. Magst du es erzählen? Ja, der Produzent der Sendung, glücklicherweise ein Mensch, der selber mal Komiker war und auf der Bühne stand, Ralf Günther, dem ich sozusagen alles zu verdanken habe, der kannte mich auch von der Bühne lustigerweise und fragte: hör mal, ich habe hier eine Show, die heißt Wochenshow. Als ich gecastet wurde, gab es diese Sendung schon. Die lief schon so 10, 20 Folgen lang, weiß nicht mehr genau. Und zu der damaligen Besetzung gehörten Ingolf Lück, Marco Riemer, Anke Engelke und Karin Friesicke. Das waren 4 Personen. Die Show war eine halbe Stunde lang. Und im Sommer 96 deutete sich an, dass es eine Veränderung im Ensemble gibt. Die Anke Engelke wurde schwanger und es hieß wörtlich: wir wissen nicht, ob sie zurückkommt, und ganz ehrlich, so lustig ist die nicht. Moment, auch der Satz: wir wissen nicht, ob sie zurückkommt. Ich schwör's, der Satz hat stattgefunden. Und wir haben alle gesagt: Moment, was? Ne? Und ja. Es ging dann so ein bisschen hin und her. Und ich wurde dann übergangsweise in die Sendung angestellt, sozusagen als Schwangerschaftsvertretung. Und habe dann, haben sie drunter geschrieben, Bastian Pastewka, Schwangerschaftsvertretung. Das war lustig. Und dann habe ich sozusagen Sketche mitgespielt im Sommer 96, die dann eines Tages gesendet wurden. Im September 96 kehrte die Sendung wieder und veränderte sich noch 3 bis 4 bis 5 Mal. Und dann hieß es irgendwann: die Sendung ist doch gut. wird jetzt demnächst eine Stunde lang, also Nettozeit 45 Minuten. Und die Besetzung soll sein Ingolf Lück, Marco Riemer, Anke Engelke und ich. Jetzt muss man ja nochmal... Also da hatte sie dann schon entbunden. Und war offensichtlich auch zurückgekehrt. Sie war zurückgekehrt und war doch lustig, wie wir dann alle festgestellt haben. Überraschend. Überraschenderweise war sie, seitdem sie Mutter war, lustig. Naja. Aber es ist tatsächlich die wahre Geschichte, ja. Einfach die Pointe entbunden. Ohne Kind bist du nicht lustig. So. Klingt nach dem Schlagersong von Stefan Jadl und Stefan Morse. Ohne Kind bist du nicht lustig. Bin ich sofort dabei. Jetzt muss man aber nochmal, also zumal ernsthaft, weil ihr habt 45 Minuten jede Woche produziert. Ne? Wie viele Folgen habt ihr da gemacht? 40 Sendungen im Jahr. 40 Sendungen im Jahr, 45 Minuten. Nur damit man mal, gib uns mal einen Einblick, was das für ein Wahnsinn ist an Aufwand. Also ich glaube, Leute, die in einer Daily Soap mit dabei sind, so bei Rote Rosen oder Sturm der Liebe oder Bianca, Wege zum Glück oder so. Ich habe sie alle gesehen. Arbeiten vergleichbar viel, ne? Weil wir haben von Montag bis Donnerstag, also wir hatten 40 Sendungen im Jahr, jede Woche eine, 4 Tage haben wir Sketche gedreht, also in dem besagten Ensemble, unabhängig vom zentralen Nervensystem. Ja. Also wir waren einmal in der Polizeistation, durften einen Tag in der Polizeistation zum Beispiel drehen und haben dann, ich glaube, direkt 14 Polizeisketche gedreht für die nächsten 14 Sendungen, immer einer, knickknack, damit es keiner merkt. Ne? Und wir haben uns sozusagen, wenn der Sketch fertig war, haben wir uns die Bärte abgezogen, dem nächsten draufgeklebt, weil dann war der Polizist. Ja? Und wir haben also gedreht, also auch nicht hochauflösend. Das war, bevor irgendwie die filmische Umsetzung in die Comedy Einzug hielt. Wir waren in 4:3, es waren immer große Gesichter und dann waren es halt irgendwelche Polizeiwitze mit einem schimmeligen kleinen Schlussgag oder so etwas. Und das haben wir Tag für Tag gemacht. Am Wochenende wurde der Aufwand größer, denn dann kam die eigentliche Sendung und wir hatten noch einen Live-Teil vor Publikum. Also Sketche wie Rickys Popsofa oder Auf der Couch mit Herbert Görgens oder Sex-TV oder was wir alles so gemacht haben. Das waren dann immer so etwas längere Sketche, die wie ein Theaterstück geprobt waren und die dann vor Publikum gespielt wurden und die Kameras schnitten das alles mit. Und aus diesen Rumpelsketchen und den Live-Sketchen, so haben wir das immer genannt, ist dann so eine 45
45-minütige Magazinsendung jede Woche rausgekommen. Und das, wie lange habt ihr das gemacht? Also wir waren alle unterschiedlich lange drin. Ich war drin von 96 bis 2001. Also ich habe es 5 Jahre am durchgezogen. Stück. Am Stück, ja. Und du hast, also ich bin verrückt geworden irgendwann. Ja, ich musste die Sendung verlassen. Ich bin rausgegangen mit der Begründung, ich weiß nicht mehr, was ich hier kann. Ich kann nichts mehr. Also ich war wirklich, ich war drüber. Ja. Ne? Du hast immer wieder Sketche gespielt. Irgendwann hast du auch alle deine Dialekte durchgespielt, alle Verkleidungen aufgehabt. Auch Sketchfiguren, die ich lange hatte, wie Briscoe Schneider oder Ottmar Zittlau oder so, wurden nicht mehr besser. Es wurde, sondern wir merkten, okay, wir bedienen uns aus dem, was wir letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte und Ostern auch schon gemacht haben. Und dann musst du eine neue Figur erfinden, aber du hast die alte noch in den Knochen vom letzten Freitag. Und je länger das dauerte, desto mehr hatte ich so das Gefühl, ich bin in einer Schneewehe stecken geblieben. Ich jammere überhaupt nicht, ich habe das geliebt. Und mit den genannten Kollegen war es natürlich Zucker zu spielen, weil wir uns alle in derselben Situation befanden und gar nicht mehr, wir bekamen die Texte von unseren gescheiten Autoren über Fax damals noch, haben die angekringelt und sind hingefahren, ach nee, du bist der Gast, ach so, ich bin der Kellner, ach so, ist andersrum, ah, die Änderung habe ich nicht bekommen, egal, zack, sofort gespielt, einfach gespielt und es war dann am Freitag in der Sendung und du dachtest, ja, so richtig gut ist es nicht geworden, aber vielleicht wäre ich der bessere Kellner gewesen. So einen Scheiß fängst du dann an, dich zu fragen. Und das schaffst du natürlich nicht lange. Also das geht nicht ewig. Und nach 5 Jahren, war es 2001, im Sommer 2001, habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr. Und es war auch richtig, die Sendung hat sich danach erneuert, hatte noch ein zweites Ensemble und ging dann noch, glaube ich, 2 Jahre weiter. Du hast so dauerhaft gearbeitet, diese 5 Jahre. Du bist aber ja eigentlich genau in dieser Zeit, bist du ja berühmt geworden. Hast du das überhaupt... Also, blöde Frage, hast du es überhaupt gemerkt? Ja. Du hast ja nur gearbeitet. Ja, und ich konnte damit nicht umgehen. Also, Entschuldigung, wenn das jetzt so ernst wird, aber tatsächlich war das so, dass ich aus den genannten Gründen, weil das so ein Schlauch war und so viel war, noch einmal, ich meckere nicht, ich habe Spaß gehabt, ich habe gut verdient, gar keine Frage, aber in der Zeit merkst du, dass die Öffentlichkeit, damals Zeitung, es war ja noch before Internet, plötzlich anfing, über dich irgendwas zu schreiben und das, was du da machtest, zu kommentieren, zu kritisieren. Damit konnte ich gar nicht umgehen. Ne? Ich erinnere mich ans Schichtkäse-Festival in Bad Zwischenahn. Da waren 6 Leute. Ja? Und die fanden es augenscheinlich beschissen. Das war okay. Das war fair und das stimmte auch. Aber dass plötzlich viele Leute irgendwie sagten, wie das so wäre. Ich bekam eine fürchterliche Kritik und wurde, also ich durfte es gar nicht wagen, in einer Fernsehshow aufzuhören. Da war jemand, der so richtig mich in Bausch und Bogen so richtig niedergemetzelt hatte und sowas. Ja. Dachte ich so, oh mein Gott, ne, was löst du bei Leuten aus? Ne? Und das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ich bin da reingegangen und habe Sketche gedreht, habe kaum noch nach dem Sinn gefragt. Und wenn man sich die Wochen schon nochmal anschaut heute, wirklich sich eine komplette Folge durchhält, wenn man das tut, bitte, bitte tun Sie es nicht, wenn Sie das tun, dann wird man feststellen, dass das, was heute an Comedy gemacht ist, und das meine ich jetzt aus vollstem Herzen, 1000-mal besser ist. Wir waren damals so eine Art Fabrikarbeit, es war die Hochzeit des deutschen Privatfernsehens, ähnlich wie RTL Samstagnacht, waren wir in einer Art von Sketchmaschine, das Publikum mochte das, manchmal auch nicht, und irgendwann verlierst du so ein bisschen den Bezug zu dir selber und wirst unheimlich unleidlich. Und als das kam und ich merkte, ich werde nicht mehr besser, kann nichts mehr dran setzen, habe ich dann ab 2001 erstmal 3 Jahre Pause gemacht. Und hast du in der Zeit dann irgendeinen echten Kontakt nach außen haben können, also zu Freunden und so weiter? Findet das dann statt? Das flog alles auseinander, genau. Ja, oder? Also glücklicherweise habe ich sehr treue Freundinnen und Freunde, auch aus der Zeit, mit denen ich heute wieder komplett beieinander bin. Im Übrigen auch meine Comedy-Gruppe, ne? Bernhard Hoecker und ich, zwischen uns passt kein Blatt, im besten Sinne. Und ich weiß nicht, ob das Gleichnis erkennbar ist, aber ich hatte das Gefühl, ich meinte es positiv. Es ist tatsächlich so. Und, aber in der Zeit habe ich mich komplett abgekoppelt von jeglichem sozialen Leben. Und wenn du sozusagen da von diesem Punkt zurückschaust, oft noch davor, war das trotzdem die Erfüllung des Traums? Also ja, absolut. Ja. Gar keine Frage. Also ich hatte das große Glück, von Ende 94 bis 2001 ein kleiner Teil einer wöchentlichen Sendung zu sein. Zuerst im Westdeutschen Rundfunk. Ich durfte parallel sogar noch Radio machen und dann eben für Sat.1 in dieser Comedy-Kiste, die sich dann ja auch ausweitete. Wir machten dann irgendwann eine Live-Tour mit unseren Figuren. Wir spielten in Saarbrücken. Nicht mehr vor 6 Leuten. Nee, und da waren dann zum ersten Mal 12.000 Leute da. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, was das für Comedians, die kurz darauf
kam mit Stand-Up-Programmen und deren Zuschauerzahlen immer größer wurden und die in Hallen spielen, was das für einen Effekt bei dir auslöst, wenn du wirklich in eine unendlich große Menge von Leuten schaust, die dir irgendwie alle wohlgesonnen sind und die dir in Teilen so an den Lippen kleben und dadurch dein Programm übrigens auch schon kennen, weil sie irgendwie damals die CD gekauft haben oder sich das schon angeschaut haben ein paar Mal. Das ist schon ein sehr interessanter Effekt. Ist erstaunlich. Aber auch schön. Das ist der Widerspruch. Das ist der Widerspruch dabei. Na, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, ohne dass es danach aussehen darf. Das ist doch das Ding gerade, oder? Also die Herausforderung in unserem Job ist doch, dass das hier so wirkt, wie es wirkt, ohne dass die Leute wissen, dass wir da 3 Wochen dran gearbeitet haben. Aber... Und es dann Experiment nennen. Aber das ist ja das, weshalb ich das, was du machst, ja einfach so wahnsinnig todesmutig finde. Du fährst irgendwo hin, irgendwie nach Salzgitter-Lebenstedt und trittst dort auf und es ist niemand bei dir, außer einer kaputten Disco-Kugel und Publikum. Ne? Und Publikum ist manchmal auch problematisch. Das musst du erklären. Das musst du erklären. Naja, ich habe drin gesteckt, ja. Ja, gerade wenn man anfängt, ist es ja oft so, dass man in Theater wie diese kommt und so weiter und die sind ja sozusagen am Anfang deiner Karriere eigentlich viel zu groß für dich. Und da gibt es ja mal so ein Konzept, das nennt sich Abo. Das heißt, Menschen machen ein Abo für so ein Theater und die gehen dann halt einfach wahllos zu allen möglichen Shows an Leuten, die da so kommen. Und dann kommt dieser Glatzkopf aus dem Osten und da sitzt dann die Oma aus Uerdingen in der ersten Reihe und denkt, was zur Hölle ist eine Milf? Und dann haben wir ein Problem. Aber du erklärst es ihr dann ja. Ich erkläre es ihr dann und dann sagt sie, ist im Prinzip ein Kompliment und dann geht's weiter. So. Original so passiert in Düsseldorf. Ist mir wirklich passiert in Düsseldorf, nachdem ich den Deutschen Comedypreis bekommen habe und komplett euphorisch war. Die erste Show nach dem Deutschen Comedypreis, 3 Tage später, komme ich nach Düsseldorf, ausverkauftes Haus, Riesenstimmung, ich halte mich für den großartigsten Comedian der Welt. Ja. Ich gehe raus, begrüße das Publikum, vorne eine ältere Dame, wirklich, also Mini-Schaf auf dem Kopf, grau und drücken. Und ich sage, Sie sind eine wunderschöne Milf, ich freue mich, dass Sie da sind. Und hinten stehen 2 Frauen auf und sagen, das darf man aber nicht sagen. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du diesen scheiß Comedypreis und das eigentlich, du weißt, wie es geht und so weiter, jetzt musst du dir immer noch diese Diskussion anhören. Und dann wurde tatsächlich diskutiert im Publikum darüber, ob man das sagen darf oder nicht, da habe ich mich hingesetzt und so weiter, bis die ältere Frau vorne sagte, was bedeutet das denn überhaupt? Und dann habe ich ihr gesagt, was eine MILF ist und dann hat sie gesagt, na, das ist ja ein Kompliment und dann haben alle gelacht und dann ging es weiter. Aber bis zu dem Moment war das tatsächlich das, was du sagst. Es kann schwierig sein, wenn die Leute nicht genau wissen, wer du bist, woher du kommst, warum du das machst und so weiter. Und das ist ja gerade am Anfang Teil der Herausforderung. Und das war ja am Anfang der 90er bei euch dann auch so. Klar, aber du hast ja kein Backup. Du gehst ja alleine da raus. Ne? Du hast ja keine großen Effekte oder sonst irgendetwas. Jetzt, wo du sagst. Ich hatte ja immer ernsthaft. Das ist doch wirklich, ich meine, das ist die Königsklasse. Und ich hatte ja immer im Zweifel noch Marco Riemer, Ingolf Lück, Anke Engelke, Markus Profittlich, Annette Frier und wen auch immer um mich herum, die dann die Schwachstellen im Zweifel mit ausbeulen konnten. Und das war auch hin und wieder nötig. 99 war es das erste Mal, Wetten, dass, ne? Ja. Das würde mich interessieren, weil das war ja, wenn man so auf deine Jugend, wir haben gesagt, westdeutsche Jugend, das heißt Anfang, Mitte der 80er, Wetten, dass, Frank Zander, die finde ich sagen. Der hat das damals moderiert, ja. 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 Mit Manon Strache. Ja. Stell mir gerade vor, lange, wie Frank Zander lange Wetten, dass Frank moderiert. Zander, ja. Alles klar, gut. Ja. Und Gottschalk hat doch damals Riverboat gemacht. Ja. Nee, Gottschalk hat den Turtles-Song dann gesungen. Ja, stimmt. Frank Elstner und so weiter, das heißt, die große Vater warst du ja sozusagen Fan und wahrscheinlich Fernsehkind, Gucker. Ja. Ja. Und hast da gesessen und wahrscheinlich auch Gottschalk, den frühen Gottschalk, der einfach grandios war für diese Zeit. Und dann bist du auf einmal selber in dieser Show 99. Ist das nicht so, also ist das ein Moment, also für mich wäre es so ein Moment, wo ich so denke, krass. Ja, das war hier in Berlin im Estrel, das war im November 1999 und ich wurde eingeladen und ich erkannte sehr früh, der Produzent der Sendung erklärte mir, Herr Gottschalk weiß nicht, wer du bist. Ja, mein Lieber. Und den habe ich nochmal so nachgefragt und er sagte, nein, das können wir ausschließen. Das ist... Und Gottschalk lebte ja damals in Malibu und ist ja immer für die Wetten, dass Sendung eingeflogen worden. Und die Stimmung war ja auch immer riesig. Und vor mir ist Tina Turner dran.
Gott hab sie sehen. Ich wusste, okay, Gottschalk weiß, wer Tina Turner ist. Darauf kann ich aufbauen. Weil ich ahnte, angenommen, ich war so vermessen zu glauben, ich sei der erste Gast, weil sie vom Unbekannteren ins Bekanntere gingen, dachte ich damals. Nein, vor dir ist Tina Turner dran. Die geht dann aber auch gleich, wenn du kommst. Ja, toll. Ne? Tina Turner geht. Und so war es dann auch. Und weil ich ahnte, dass das Gespräch möglicherweise ins Stocken kommen könnte, was nicht so schön ist in einer Samstagabendshow im ZDF, hatte ich mir ausgedacht, eine eigene Wette da einzureichen und habe der Redaktion gesagt, ich würde gerne die ersten 40 Folgen der drei Fragezeichen aufsagen. In der Reihenfolge? In der Reihenfolge, so wie eben die blöden Mönche von Name der Rose. Und auch das konntest du? Ja, das habe ich damals gemacht und damals konnte ich das, glaube ich, noch. Und dann hat der Redakteur angerufen und als erstes sehr lustig gefragt, warum? Da habe ich gesagt, lassen Sie uns das doch als Backup-Variante verabreden, dass ich das mache, falls das Gespräch ins Stocken gerät, weil Herr Gottschalk nicht weiß, wer ich bin. Ja. Worauf der Redakteur sagte, ist eine sehr gute Idee. Das ist ja wirklich mittlerweile ein bisschen meine Sorge bei Gottschalk, dass er nicht merkt, wenn er stirbt und dann seine eigene Beerdigung moderiert. Ja. Also es ist... Aber er wird es gut machen. Natürlich, das ist das Problem. Also das ist der Beste, der die Beerdigung von Gottschalk moderieren würde, wäre Gottschalk. Das ist ja einfach so. Absolut. So, das kann auch kein anderer machen. Und wenn es wer anderes macht, dann kommt er aus der Kiste und sagt, also mein Lieber, das ist... Ja, er macht das unabhängig vom zentralen Nervensystem. Genau. Man muss es einfach mal sagen, es gibt meiner Ansicht nach, also es gab 2009, die Älteren werden sich erinnern, den Fernsehpreisskandal, als Gottschalk moderierte den Fernsehpreis und Marcel Reich-Ranicki hat damals entschlossen, den Fernsehpreis, weil ihm der Abend nicht gefallen hat, nicht anzunehmen. Und also ich würde jetzt tatsächlich vermessen behaupten, Gottschalk hat ja sofort gemerkt, dass da was nicht stimmt mit Herrn Ranicki in der ersten Reihe, weil er sah schon Kollegen wie Ralf Schmitz, Ingolf Lück. Ja. Es zog sich etwas. Ne? Und Ranicki rutschte damals sehr nervös und dachte, ich gehöre nicht hierhin, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Was ja und richtig war. Dann ging er auf die Bühne und sagte, ich möchte diesen Preis nicht annehmen. Das ist dann später skandalisiert worden. Ich war damals im Publikum und sah das und wir ahnten, okay, jetzt wird's eng. Und Gottschalk als Moderator kam raus und federte diese Problemsituation butterweich ab. Und ich behaupte, es gibt in Deutschland drei Leute, die das können. Die anderen zwei fallen mir gerade nicht ein, aber er. Ja, du hast bei allen recht. Anderen, Entschuldigung, du wäre das doch recht. Peinlich geworden. Er wäre hingegangen, nun Herr Ranicki, Sie sind ja ein Vogel. Ne? Das find, kannst du also, auch nicht machen. Ne? Du musst hingehen und sagen, und dann kommt Gottschalk auf die richtigste Idee und sagt, wir beide unterhalten uns nächsten Samstag im ZDF und in Dreisat über Literatur. Ja. Dann ist das wieder ausgeglichen, was wir hier an Spökes gemacht haben. Da kommt kein Mensch drauf. Natürlich haben auch alle Leute in der ersten Reihe von den Sendern sofort gesagt, klar, machen wir. Das ist ihm groß anzurechnen, dass er mit nichts einen Vertrag hat, im besten Sinne. Und bei solchen Krisensituationen halt das ideal dann auffängt. Man kann es, also bei Gottschalk kann man einfach sagen, wie gut Gottschalk ist, hat man eigentlich sofort gesehen, als Markus Lanz die Sendung moderiert hat. Weil bei Markus Lanz sah das in jeder Minute, und ich mag Markus Lanz, aber es sah einfach nach Arbeit aus, was der gemacht hat. Und bei Gottschalk da ist einfach dieser Größenwahn, dass man das Gefühl hat, ich bin bei dem auf dem Sofa. Ja. Ich bin zu Hause bei dem. Ne? Und das war es aber nicht. Es war ja trotzdem diese gigantische Show, die der moderiert hat. Und was das angeht, gebe ich dir recht. Jetzt kommt noch eine letzte Folge mit Gottschalk jetzt, glaube ich. Ne? Wetten, das hat er doch schon dreimal gesagt. Also ich... Eines Tages wird er wiederkehren. Nein, Gottschalk wird immer zurückkehren. Ich wollte gerade sagen, der kommt doch wieder. Einmal mache ich es noch. Ja, ja, natürlich. Das ist doch schon das dritte Mal, dass er es nur noch einmal macht. Ich habe ja schon gesagt, als er jetzt aufhört, da gab es richtig Ärger, habe ich gepostet auf sein. Er hat jetzt Instagram und hat gepostet, dass er aufhört. Und da habe ich drunter geschrieben, kommt jetzt wieder Lippi. Da war was los. Wir sind jetzt in den 2000ern angekommen. Du bist jetzt mit der Wochenshow. Gott sei Dank sind wir schon in den 2000ern angekommen. Wie spät ist es? Oh Gott. Ja. Braucht ihr eine Pause? Ihr braucht doch keine Pause, oder? Nein, ihr braucht keine Pause. Die brauchen doch keine Pause. Nein, Pause. Das ist doch Quatsch. Pause wäre ja Quatsch. War ein bisschen Juppie Heesters dabei, gerade in der Imitation bei dir. Alles, was ich nachmache, ist Juppie Heesters. Entschuldigung, Juppie Heesters, kennst du die Geschichte? Welche? Juppie Heesters war 104 Jahre alt und ist bei irgendeinem öffentlichen Empfang kurz gestolpert. Simone Redl hat ihn aufgefangen. Was sagt er? Ja, man ist halt keine 100 mehr. Das finde ich
Sehr gut. Da gibt es auch diese schöne Geschichte. War das der Deutsche Fernsehpreis? Und nee, was hat er mal gekriegt? Bambi hat er immer gekriegt, ne? Bambi! Bambi hat er gekriegt. Solange er gelebt hat, haben die bei Burda gesagt, du kriegst, du, ab, ich glaube, ab 100 haben sie gesagt, du kriegst jedes Jahr einen. Ich glaube schon, glaub schon mit 75. Mit 75? Da ist er 25 Jahre hin. Ich wieder, meine, der müsste, fast. Der müsste 76-facher Bambi-Träger sein. Für seines, in den 50ern durch, in den 70ern nochmal. Der Burda hat irgendwann zu Hause angerufen und gesagt, wir haben kein Gold mehr. Was machen wir da? Genau. Der Hesat kommt wieder. Geht auch in Schokoladenreh. Zurück zu dir, mein Lieber. Also 2000er dann, du hast gerade beschrieben, wie du so vernichtende Kritiken bekommen hast, weil die Leute dich irgendwie scheiße fanden und du wusstest gar nicht genau, wie man damit umgehen soll. Und jetzt passiert ja das Miracle, das Magische. Ja. Auf einmal bist du der beliebteste Comedian Deutschlands, auch laut Umfragen. Nee. Insa. Bitte? Insa hat es erhoben. Ja, 99, einmal. Ja, ja. Na ja, gut. Für drei Minuten. Na, reicht doch. Na jetzt komm. Also. Na ja, jetzt komm. Ich habe in meinem. Nein, hören Sie auf. Doch. Nein, das ist peinlich. Also bitte. Nein, ich will hier also. Nicht. Nein, aber Entschuldigung. Sag mal. Nein. Ich habe in meinem Leben keinen Bambi bekommen. Also. Kann ja noch. Nein, aber das. Entschuldigung, das war die Umfrage der TV Today. Ja. Die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Aber das ist ein Preis, nein. Den Mario Barth nicht hat. So, und. Okay, dann ist ganz schön geil. Ja, kann man ja sagen. Das ist doch ein Punkt. Mir ging es eher darum, dass, also ich habe mir das dann angeguckt, ich meine, du hast dann in den 2000er, also Pacific gemacht, andere Fernsehserien und so weiter. Alles, was du eigentlich gemacht hast, endete dann mit Grimme-Preisen, deutschen Fernsehpreisen und Kommi-Preisen. Das sind ja unfassbar viele, die du dann in den nächsten 10, 15 Jahren bekommen hast. Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Das ist auch schön, dass das stattgefunden hat. Worum es mir dabei ging, und das klingt jetzt auch wieder doof und vermessen und dumm und tiefstapeln, ich mag immer, wenn Unterhaltungssendungen Aufmerksamkeit bekommen. Völlig unabhängig, ob ich daran teilnehme oder nicht oder mir das ausgedacht habe oder nicht. Gerade der Grimme-Preis hat ein sehr reziprokes Verhältnis zur Unterhaltung. Es ist vollkommen richtig, dass der Grimme-Preis sagt, wir sind, ja, das hat sich geändert. Ich glaube, die haben reziprok nicht verstanden. Das ist auch das vollkommen falsche Fremdwort gewesen, aber es führt in eine Richtung. Das ist auch eines der Gemüse, merken, der mal gespielt hat. Ja, das ist Quatsch. Ja, kannst du eine Apotheke kaufen. Ne? Ja. Also sag es noch. So, und, der Grimme-Preis zeichnet Sendungen aus, meistens Dokumentationen, die aufrütteln, die man meist auch verpasst hat, schlimmerweise. Und sie, ja, ist wirklich so. Und zwar nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie irgendwo nachts in Dreisat um 0.05 Uhr laufen. Zu einer Zeit, als es noch keine Mediatheken gab. Und, aber hin und wieder werden Unterhaltungssendungen da auch ausgezeichnet. Und das ist immer irgendwie besonders und man fragt sich, warum haben sie jetzt dieses Jahr diese gewählt? Und manchmal war ich selber verleitet zu sagen, ach, das ist doch Quatsch, kannst doch keinen Grimme-Preis geben. Aber die Begründung stimmt immer, weil sie sich tatsächlich auf die Fahnen schreiben, zu sagen, es soll nicht unbedingt nur zerstreuen, sondern es soll irgendwas mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Es ist lieb, dass du das mit dem Grimme-Preis sagst. Ich habe einen bekommen an der Seite meiner lieben Freundin Anke Engelke für unsere Wolfgang und Anneliese-Imitation, die wir damals gemacht haben. Das haben wir einmal gemacht. Und was mich daran freut, das meine ich ganz ernst jetzt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier so halb salbadernd dahin sage, die Sendung Fröhliche Weihnachten, die wir damals gemacht haben für Sat.1, entstand am Anfang Dezember 2007 quasi aus Versehen. Da wurde ein Sendeplatz bei Sat.1 frei und es wurde gefragt, eine Kölner Produktionsfirma, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, wurde gefragt, könnt ihr da irgendwas Lustiges senden? Und dann sind ein paar Kumpels und tolle Autorinnen und Regisseure und Regisseurinnen und Anke und ich auf die Idee gekommen, wir müssten mal so eine Volksmusikparodie machen. Sowas wie, komm, blas mir mal die Wolken fort, Trompeten ist dein Lieblingssport. Dann haben wir uns diese blöden Figuren ausgedacht, haben uns schnell von unseren Kostümbildnerinnen irgendwas zusammengerafft. Die Show sollte 90 Minuten lang sein, weil sie aber so hektisch geplant war, wurde sie nur 75 Minuten lang, hatte damit also eine schöne Länge und war ein Überraschungsangriff. Wir hatten gar keine Zeit, zu Wetten, das zu gehen und zu sagen, morgen kommt unsere Sendung, um Promo zu machen oder irgendwo anders hinzugehen, sondern die Sendung wurde einfach gesendet, niemand hat sie erwartet. Und es haben viele geguckt und da war es dann der Grimme-Preis, der sofort gesagt hat, wir haben das gesehen, obwohl es sonst keiner gesehen hat. Und das hat uns gefreut, dass die da ein waches Auge für irgendwas haben, was einigermaßen verrückt und um die Ecke daherkommt. In jedem Genre. Um Aber ist, du hast gerade schon gesagt, du machst ja auch also etwas, was in der Branche selten ist. Du hast so ein Gespür dafür, wann man aufhört. Also du beendest Serien gefühlt. Doch!
Also hier, ich spüre im Publikum, dass da einige sagen. 100%. Wenn du diese Leute fragst, ob die noch gerne eine weitere Staffel Pastewka hätten. So. Und ich sag mal so. Da klatscht nur meine Frau. Das passiert jetzt bei anderen Serien nicht zwingend. Also da wird sozusagen Staffel um Staffel, solange es trägt, gemacht. Das machst du nicht. Genau wie diese Figuren, die ihr, die du und Anke zusammenspielt, da ist ja oft einfach schuh-schuh-schuh-mäßig viel drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, pass mal auf, das Ding ist viral gegangen, das haben irgendwie 5 Millionen Leute angeguckt, lass uns doch mal ein ganzes Album mit diesen beiden machen. Sagen wir als allererstes auf gar keinen Fall. Warum? Also ich habe jetzt eben diese Geschichte von 2007 Sat.1 erzählt. Das war eine Zeit, wo man mit einem Privatsender noch sozusagen einen kleinen Deal auf dem Bierdeckel machen konnte. Wir haben eine Show zu Weihnachten, wollt ihr das machen? Daraus haben wir eine DVD gemacht. Das waren damals Übertragungsmedien der damaligen Zeit. Wir waren darauf angewiesen, dass das Publikum schaute, weil wir wurden damals nach Einschaltzahlen und nach Quoten beurteilt. Unser Erfolg oder eben auch Misserfolg. Und Fröhliche Weihnachten 1 hat kaum jemand geschaut, weil es keiner auf der Uhr hatte, dass es diese Sendung überhaupt gab. Man dachte, da läuft irgendwie wieder auf Streife oder sowas. Weiß ich nicht, was Sat.1 normalerweise sendet, weiß ich nicht. So, damals ging das. Und jetzt sind wir aber in einer anderen Zeit. Wir haben diesen Schuh-Schuh-Schuh-Quatsch für die Sendung LOL bei Amazon gemacht. Anke und ich hatten uns vorher dieses Lied zusammen ausgedacht. Und mit unserem tollen Komponisten, der übrigens auch schon sämtliche Musiken für die Wochenshow, für Pastewka, für Lady Kracher, für Fröhliche Weihnachten gemacht hat, gemeinsam so zusammengenudelt und haben gesagt, haben Bulli Herbig das angeboten und haben gesagt, wenn du noch zwei Idioten brauchst, die in der vierten Staffel mal eben einen Schlager singen, würden wir das gerne machen. Und Bulli hat gesagt, super, machen wir. Und dann ist das tatsächlich viral gegangen. Und jetzt muss man doch sagen, im Jahre 2023, mit diesem Viralgehen, mit dem es können sich alle jederzeit angucken, wenn sie Prime haben und können zu der Stelle hinspulen, wenn sie wollen, ist es obsolet zu sagen, wir müssen daraus jetzt ein Album machen. Weil für mich ist der Song, dieses blöde Schuh-Schuh-Schuh-Lied, auch kein richtiger Song. Es ist Teil eines Partyspiels. Ja. LOL ist eigentlich keine Comedy-Show, sondern ein abgefilmtes Partyspiel. Jeder von uns könnte zu Weihnachten oder wann auch immer zum Spaß sagen, hey, ich lade mir 9 Freunde oder 10 Freunde ein, habe einen roten und grünen Knopf und keiner darf lachen. Und die hat tolle Aber das wäre ja ganz normales Weihnachtsfest. Das, genau. Also, wie es immer so ist. Genau. So. Genau. Also ich würde keine 10 Freunde zusammenkriegen. Oh, gut, aber und das Ding ist veröffentlicht und für mich ist dieses Lied auch nur komplett mit Cordula Stratmann, die sagt, oh Gott, das ist ja auch drin. Ne? Oder Kurt Krömer, der sagt, ich glaube, ich schieße mir den Kopf oder was er da alles noch so drum. Das gehört für mich zu dem Lied dazu. Und wenn wir jetzt das aufnehmen, muss das wieder länger sein. Oh, das, eine Single muss 3, 3, dann müssen wir in den Fernsehgarten. Ja? Dann stehst du neben den Echten. Dann stehst du neben den Echten. Das haben wir damals mit Wolfgang und Anneliese auch nicht gemacht. Wir sind einmal zu Wetten, dass gegangen in Bremen und wir sind einmal zum Jahresrückblick von Harpe Kerkeling gegangen, ja, weil wir wussten, da sind wir so eine Insel in diesem jeweiligen schaukeligen Jahresrückblick. Aber wir haben das, und einmal haben wir einen Fernsehpreis damit moderiert. Aber wir sind nie zu den wirklichen Sendungen, nicht zu wirklich Marianne und Michael oder immer wieder Sonntags oder Fernsehgarten oder Schlagerspaß mit Andi oder Freundin der Mäulesmühle, ne? Oder Fröhlicher Alltag in Bad Rappenau. Sind wir nie hingegangen. Ne? Hätten die das denn überhaupt verstanden, dass sie hätten das für echt gehalten? Die hätten uns auch nicht gewollt, glaube ich. Meinst du? Nein. Das ist auch okay. Das ist deren Leben. Das ist deren Welt. Nenn es Liebe oder Wahnsinn. Vielleicht auch Lust auf Risiko. Ne? Das sind die großen Hits da. Damit haben wir nichts zu tun. Unsere Songs heißen Schuh-Schuh-Schuh. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich fand in dieser LOL-Staffel, also Schuh-Schuh ist schon toll, aber was ich eigentlich noch viel, viel besser fand, weil das halt vom Timing so toll war, war danach eure komische Country-Nummer. Oder? Texas Girl. Ja. Das, Dankeschön, das Dankeschön. Ist, das schön. Fand ich. Weil ich einfach, also wirklich, ich habe beim zweiten Mal schon die Hose ausziehen müssen, weil sie nass war. Und dann seid ihr ja noch zweimal ins Bild gekommen und das war dann einfach... Das hat sich während der Show so ergeben, ja, dass wir gesagt haben, wir kommen nochmal aus dem Schrank und wir kommen noch aus dem Aufzug und noch aus dem Kühlschrank irgendwie. Keine Ahnung, warum wir das auch nochmal gemacht haben. Aber es wird Zeit für die Giovanni Di Lorenzo-Frage. Ja, jetzt kommen bitte die richtigen Fragen. Giovanni Di Lorenzo, kennen alle Giovanni Di Lorenzo? Wer kennt ihn nicht? Du hast doch Soundeffekte, du kannst doch gar nicht... Ich kann super Soundeffekte. Giovanni Di Lorenzo ist ein Talkmaster. Aber du kannst doch diesen, wie heißt dieser Kuckuck? Oder was war das? Kuckuck? Oder? Nee. Welches Tier war das denn? Irgendein Tier kannst du doch. Hm? Du kannst doch Tiere. Was sind Tiere? Wir haben Tiere abgesprochen. Was kann ich nicht? Tiere. Tiere? Tiere. Haben wir Tiere abgesprochen? Wir haben Tiere. Bei unserem Vorgespräch? Mhm.
Ich kann keine Tiere. Mach mal ein Geräusch. Ein Geräusch? Mhm. Willst du eine Heckklappe haben vom Opel Corsa Baujahr 88? Okay. Das hätte jetzt richtig schief gehen können, ne? Hast dein Auto eigentlich abgeschlossen? Da haben wir noch was vorbereitet. Das haben wir aber eigentlich jetzt, das nehmen wir mal, glaube ich, in die zweite Hälfte. Ich will die zweite Frage. Giovanni, die zweite Frage. Nein. Ich habe das Gefühl, du hast 45 Fragen da drauf und suchst jetzt aus, welches die beste zweite wäre. Nee, ich habe die, tatsächlich habe ich Giovanni Di Lorenzo Fragen, habe ich nur drei und die habe ich auch nur gemacht, weil ich Giovanni Di Lorenzo im Interview mit Angela Merkel gesehen habe. Habt ihr das wer gesehen? Da gibt es diese wunderbare Szene, wo der Angela Merkel fragt nach 2015, ob dieses Wir schaffen das. Und er formuliert das so schön. Er sagt zu ihr, Frau Merkel, Sie haben gesagt, wir schaffen das. Inwiefern haben wir es denn geschafft? Dann ist kurz Ruhe und dann macht Merkel. Und dann sagt er nach der weiteren Pause, Sie müssen zugeben, dass die Frage relativ geschickt gestellt war. Und dann sagt sie, und Sie müssen zugeben, dass ich das bereits zur Kenntnis genommen habe. Dann lachen alle und dann sagt sie, genug des Lobes. Das ist ein Weltklasse-Interview. Das könnt ihr, also bitte, das ist die Empfehlung Angela Merkel und Giovanni Lorenzo. So, also er ist ein knallharter Journalist und er hat immer so schwierige Fragen für Comedians, so essentiell. Und deswegen habe ich gedacht, da übernehme ich mal. Herr Pastewka, er spricht immer so. Ja, Herr Pastewka, wie viel ist das, was Sie tun, für Sie und wie viel ist fürs Publikum? Das ist eine Giovanni Di Lorenzo-Frage? Ja, weil natürlich unterstellt wird, dass das natürlich alles, was du machst das alles nur, weil du Probleme hast. Ah, echt? Ich hätte jetzt gedacht, ob das eine selbstlose Handlung ist, ob man sagt, nee, ich will mir irgendwie selber zeigen, dass ich es allen zeigen kann. Ich werde die Welt verbessern mit meinen fantastischen Texten, mit meinen lustigen Verkleidungen. Sie werden alle erkennen, was ich in Wirklichkeit... Solche Leute gibt's ja auch, ne? Dieser Daumen, Bastian... Ich habe mich heute Morgen verletzt. Am Opel Corsa? Nee. Mit dem Brotmesser. Ah, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also... Aber das bin ich nie gewesen. Also ich habe nie Comedy... Also ich habe wirklich nur Comedy gemacht und nie was Sinnvolles. Und habe das immer nur gemacht, um die Leute zum Lachen zu bringen. Also wenn, dann fürs Publikum. Der eigene Anspruch steht möglicherweise dahinter, steht ja manchmal aber auch im Wege. Aber wenn, dann bitte für die Leute. Aber ist es sozusagen People-Pleasing? Also ist ja. Es... Ja. Ja. Ja, und es gibt Comedians, die wahnsinnig sophisticated unterwegs sind und sagen, okay, ich muss noch eine Wendung einbauen, damit mir das Publikum noch weniger folgen kann, weil dann folgen sie mir, weil sie glauben, sie könnten mir folgen, obwohl sie mir gar nicht folgen können. Das ist ja auch super, ne? Ich bin da ja genauso drin. Zum Beispiel bei Harald Schmidt in den 90er und 2000 haben wir uns immer gefragt, okay, weiß der jetzt so viel? Ist der so sau? Ist der überhaupt zynisch oder ist das nicht? Warum sieht der so aus wie ein Steuerberater, knallt aber solche Sprüche raus und sowas alles? Und da wollte man irgendwie dranbleiben, weil die Figur irgendwie interessant war. Diese Tiefe und diese Gemengelage und auch diese Chuzpe, die er hat, die habe ich nie bis essen sollen. Ich wollte ein Spaßvogel sein, ich wollte lustige Figuren spielen und mich immer dessen bedienen, was das Publikum ohnehin schon kennt, wie irgendwelchen Schlagerquatsch oder sowas. Ja, das war immer das. Also ich habe mir immer geliehen, was die anderen schon an Lustigkeit mitbrachten und versucht, meine eigene oben drauf zu setzen. Und wenn wir da jetzt sozusagen von der Profession, die du jetzt hast, zurückgehen, ist das auch das, was dich sozusagen als Kind dann schon angetrieben hat? Möglicherweise, Herr Di Lorenzo. Möglicherweise, ja, klar. Ich, als Einzelkind in Bonn, du weißt nicht so genau, wer du bist und wenn ja, wie viele. Du gehst irgendwie in die Schule und man sagt dir erst 10 Jahre später bei Abi-Treffen, du sahst damals sehr beschissen aus. Ne? Es könnte mit deinen rosa Socken zusammengehangen haben. Und ich habe mich um nichts geschert und war immer so ein Vogel, der immer irgendwas gemalt hat oder im Schultheater. Und ach, hier ist ein Musikabend, da gehe ich hin und sowas. Dann habe ich Statisterie gemacht in einem jungen Theater in Bonn und war irgendwie der zweite Knecht von links und sowas alles. Das hat mich interessiert und nicht so dieses, Mensch, wann ist die nächste Klausur? Oh mein Gott, der Biotest wird aber schwer und so. Da habe ich total versagt und im Sport sowieso. Das heißt, es ist schon für dich?
Ja, also ich hatte das große Glück, dass auf dieser speziellen Schule Leute waren, die damals noch kreative Förderung gemacht haben. Also es gab, wir haben viel über Kunst gelernt, anstatt immer nur irgendwelche Laternen zu basteln. Wir haben uns Theaterstücke angeschaut, anstatt immer nur, was weiß ich, Effi Briest im Deutschunterricht zu lesen. Das war ein sehr humanistisches Gymnasium, also jetzt keine Gesamtschule, wo man ja ohnehin mehr auf die eigenen Talente zurückgeworfen ist und bleibt, sondern man hatte die Möglichkeit, dort viel auszuprobieren in der Zeit. Und ich habe mir immer viel angeguckt. Bonn war, weil es Hauptstadt war, eben auch eine Kabaretthauptstadt. Also es gab zwei Theater in Bonn, die miteinander konkurrierten, und egal wo ich reinging, ich sah immer was Tolles. Also entweder, sagen wir mal, die ganze Range von Matthias Deutschmann oder Heinrich Pachel. Thomas Freitag. Ja, Thomas Freitag, selbstverständlich. Auf der anderen Seite Dirk Bach, Helge Schneider, Hella von Sinnen und so weiter. Und diese Dualität hat mir immer total gefallen, und ich mochte das immer, dass es sowohl die Ernsthaftigkeit im Lustigen gibt, als auch die Lustigkeit im Ernsthaften bei den Bühnenperformances. Und spürst du, dass das mit voranschreitendem Alter sich ändert in deiner Motivation? Also bekommst du Motivation sozusagen für ernsthaftere Sachen jetzt? Also ich habe keine Motivation mehr, auf die Bühne zu gehen oder in eine Sketchshow, wo ein Publikum ist oder so etwas. Mir macht das heute Abend wahnsinnigen Spaß, aber das ist nicht meine Berufung. Ich habe kein Stand-up-Programm, ich gehe in keine Sendung, wo viele Stand-Upperinnen und Stand-Upper sind, da habe ich nichts verloren. Da kann ich nichts, das ist eine andere Disziplin. Mir macht es Spaß, vor der Kamera zu drehen, das habe ich zu stehen. Also habe ich mit Pastewka, mit der Serie Pastewka gemerkt. Die haben wir 15 Jahre lang gemacht, und ich war bei den Buchentwicklungen dabei. Ich hatte das riesengroße Glück, ein tolles Cast um mich herum zu haben. Also die ganze Pastewka-Familie, die mitgespielt hat, die vielen Prominenten, die uns unterstützt haben, das Team vor und hinter der Kamera. Und ich habe gemerkt, nee, ich möchte, dass die Kamera mir irgendwie folgt und dass wir Szenen mehrfach auf Wiederholbarkeit drehen in alle möglichen Richtungen, damit sie technisch irgendwann mal einen Film, eine Serienfolge ergeben. Also das war das, was mich interessiert hat. Und das finde ich auch spannend. Also du bist kein One-Shot-Typ. Du bist auch Perfektionist, was das angeht. Ich versuche, optimal vorbereitet zu sein, aber es gibt Leute, die sagen, das bist du gar nicht. Also das kann auch sein. Ja gut, aber es gibt diese Geschichten über Loriot, dass er wirklich alles bis zum Erbrechen wiederholt hat und gefilmt hat, wo alle schon gesagt haben, das kann niemals lustig werden, was wir hier machen. Und dann aber doch festgestellt haben, er hatte recht. Ja, und zwar nicht, weil er den ersten Take genommen hat. Das gibt es ja auch ganz oft. Der alte Witz, dass du irgendwie 14 Versuche machst und dann nehmen wir doch den ersten. Haha. Nee. Also es gibt ja dieses berühmte Making-of von Loriot, was sich um den zweiten Film von ihm, Papa Ante Portas, dreht, wo er mit den älteren Damen, die da so am Küchentisch sitzen und die Kekse essen und die nur einmal so machen müssen, wenn die Tür zufällt, ewig probt, dass die das synchron hinbekommen. Ja. Das imponiert mir sehr. Ich bin sicher, dass das nicht angenehm war, weil da saßen einfach sechs lustige Schauspielerinnen, gestandene Schauspielerinnen mit lustigen Hüten auf. Ne? Und Loriot sagt denen permanent, nicht vormucken. Weil nämlich einige, drei von den sechsen, einfach schon bevor die Tür zuging, schon so machten. Ne? Weil sie Angst davor hatten, dass es gleich wieder knallt. Alle anderen haben gesagt, ich mache erst das, wenn die Tür zu ist. Und dann sah das im Bild so aus, als würden drei zuerst und drei weitere dann aufstehen. Ne? Und er hat das so lange mit denen geprobt, bis das synchronisiert war. Und den Take hat er dann in den Film reingeschnitten. Und ich erinnere mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war es einer der größten Lacher im Saal. Und diesen Weg zu gehen und auch die Zeit zu haben, so etwas zu machen. Es geht nicht darum, Leute vor der Kamera damit zu schlauchen, sondern es geht darum, einen komödiantischen Effekt herzustellen. Und das geht manchmal mit Timing, mit Pausen. Mit Pausen, wo du sie nicht erwartest. Ne? All diese Dinge müssen rhythmisiert sein. Und ich mag das gerne, wenn ich Leute um mich rum habe, wo man so einen Spirit eben auch spürt. Wir hatten zum Beispiel den Schauspieler Heino Ferch einmal in Pastewka zu Gast. Heino Ferch kennen wir aus 100.000 Kriminalfilmen. Und ich glaube, er spielt parallel drei Ermittlerfiguren. Und er ist bei Kudamm 63 dabei. Und jetzt am Sonntag im Tatort aus Ludwigsburg. Warum weiß ich das? Und bei uns spielt er Komödie, und zwar so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich habe für mich festgestellt, die begabtesten Schauspielerinnen und Schauspieler sind zu einem sehr überwiegenden Teil auch sehr gute Komödiantinnen und Komödianten. Sehr gute Komödiantinnen und Komödianten sind aber nicht die guten Schauspieler. Das ist nun mal eben so. Das wird in Deutschland, man sagt immer, getrennt zwischen U und E oder so. Aber wenn man wirklich sich das anschaut, merkt man, es ist was dran. Also du sagst, neben Til Schweiger würdest du nicht bestehen. Semmelrogge?
Semmelrogge. Ja, Martin Semmelrogge hat auch bei Pastewka mitgespielt. Ja. Und das ist eine eigene, das ist ein eigener Kosmos. Ja. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Nein, nein. Da kann man nicht von, da kann man, das ist ein herzensguter Mensch, der wirklich mit einer absoluten Lustigkeit an unser Set kam. Na, weißt du? Ja, exakt. Aber diese Lustigkeit, die er hat, passte nicht zu dem, was wir da versucht haben zunächst. Und erste Staffel, Folge 5, er war einer unserer ersten Gäste und der kam mit so guter Laune, das Team liebte ihn und zwar zu Recht, weil er einfach ein lustiger, bunter Vogel ist, der viel Spaß hat. Und wieder aus dem Knast raus war. Das, da bin ich nicht sicher, ob doch, das... Doch, ich glaube, das war das Erste, was er gemacht hat, nachdem er aus dem Knast war. Das Erste, was er aus dem Knast... Ja, du hast ihm den ersten bezahlten Job wieder besorgt. Ich glaube, das war so. Ich habe das irgendwann mal, das irgendwann mal erzählt. Das erklärt, warum Folgendes geschah. Denn... Ja. Das ist gut, dass du mir diesen Puzzlestein noch gibst. Jetzt sehe ich die Geschichte nämlich ganz anders. Wir haben das im Sommer 2005 gedreht, in einem Supermarkt im Kölner Osten. Haben wir eine Szene gedreht, wo Bastian, meine Figur, sich mit dem echten Martin Semmelrogge zufällig im Supermarkt trifft. Dafür haben wir natürlich, wie immer beim Dreh, einen Supermarkt gemietet, eine Motivmiete gezahlt. Und der Supermarkt war an dem Tag geschlossen. Das war irgendwie so Christi Himmelfahrt, irgend so ein Donnerstag im Mai. Und natürlich war der ganze Supermarkt von Schauspielerinnen und Schauspielern und Kleindarstellern besetzt. Ne? Also jede Kassiererin, alle Kunden waren alles Kleindarsteller. Ne? Wann immer wir stoppten, gingen die mit ihren Einkaufswagen wieder auf Anfang. Die Szene wird nochmal wiederholt. Wir treffen uns nochmal. Hallo, Pastewka, toll, dass du da bist. Ja, ne? So, dann hatten wir unseren Dialog und im Hintergrund fuhren immer wieder die gleichen Leute vorbei. Ne? Im Einkaufswagen, irgendeiner holte sich immer die gleiche Zitronenrolle, legte die in den Wagen, fuhr weiter, damit es nach Supermarkt aussieht. Ne? Auch die Kassiererinnen machten irgendwie tick, tick, tick und gaben dann irgendwie so Rückgeld zurück, weil in der Totalen sah man im Hintergrund das wirkliche Treiben und Wuseln, während Semmelrogge und ich vorne sprachen. Es war also allen im Team klar, dieser Supermarkt ist gar kein echter Supermarkt. Nur Martin Semmelrogge wollte immer was kaufen. So geil, er kam immer mit irgendeiner Rolle, was weiß ich, M&Ms oder Mancherie zur Kassiererin und sagte, wie teuer ist denn das? Und die Kassiererin sagte, Herr Semmelrogge, ich weiß es nicht, ich bin doch nur Schauspielerin, ein Mikrofon hier, ne? Ich bin nur eine Schauspielerin, ne? Und sagte, ah, scheiße, und das? Und das ging den ganzen Tag so. Irgendwann kam er ans Band und hatte sich unglaublich viel dahingelegt. Wahrscheinlich, weil er jetzt wusste, dass er, weil es nur eine Schauspielerin ist, er auch nicht bezahlen muss. Und irgendwann kam der echte Chef des Supermarkts, der an dem Tag da war und uns beaufsichtigte, kam an und ist dann ganz brav mit Martin Semmelrogge und so einem Wagen einkaufen gegangen. Das ist ja super, geil, kann ich was kaufen, obwohl das nur Schauspieler sind, geil. Ach Gott. Super. Aber Folge. Ein Mann, den man lieben muss, oder? Semmelrogge ist doch ja. Original. Er hatte seinen Hund damals dabei und natürlich heißt der Hund von Martin Semmelrogge Crazy. Ist es eine Semmeldogge? Bevor wir Pause machen, Bastian. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben. Also ich habe, glaube ich, 3 Fragen von dem Zettel benutzt. Ist aber auch egal. Es ist 21.29 Uhr. Kann das sein? Nein. Wir haben um 20 Uhr begonnen. Nee. Wirklich? Ja, ja. Eure Uhren gehen falsch. Nein, das ist doch nicht... Aber wir sind voll im Arsch. Wir haben erst 2 Fragen. Unser Experiment ist gescheitert. Absolut. Johnson, brechen Sie die Show ab. Alles klar. Ja? Wie entspannst du? Wie machst du Pause? Hm? Mit zärtlicher Musik vielleicht. Weißt du, Ingmar? Ja. Damals. Ich weiß. Als wir uns kennenlernten. War schön. Wir uns kennengelernt haben, lief nämlich eigentlich, wenn ich mich nicht irre, diese Musik.
Das stimmt, das war Bali-Spa und wir waren nackt. Da kam damals zu solcher Musik kann man hervorragend entspannen, glaube ich. Aber tatsächlich, ich gebe dir das Stichwort, weil das will ich gerne noch vor der Pause, weil die Leute, das ist, glaube ich, was die Menschen noch nicht über dich wissen. Ja. Du machst Fastenwandern. Ja, man sieht es nicht, aber tatsächlich... Na Moment, es hätte aber sein können, meine Damen und Herren. Also jetzt finde ich wirklich... Man könnte natürlich auch sagen, wie siehst du ohne Fastenwandern aus? Also das nein, ich gebe zu, es muss demnächst mal wieder gemacht werden. Aber was ist denn, erstmal, was ist Fastenwandern und wie bist du darauf gekommen? Das ist mir von einer Freundin empfohlen worden und das mache ich tatsächlich. Es geht in Brandenburg. Dort gibt es eine wunderbare Gruppe mit tollen Menschen und dort gehen wir Fastenwandern. Also du kommst hin, du isst nichts mehr und wanderst. Und wanderst und wanderst. Wie lange? Wie lange machst du das? Eine Woche. Eine ganze Woche? Komplett? Und du isst nichts während dieser Woche? Nichts. Wie viele Kilometer läufst du? Du guckst dir Fotos von Bananen an und sagst, diese Steine sind ein Wurstbrot. Gibt's was zu trinken? Also klar, trinken musst ja, du. Ja, man muss sogar trinken, sonst macht es nicht so viel Spaß. Und Suppe oder sowas? Ja, du kriegst morgens so ein durchsichtiges Süppchen, was wunderbar schmeckt. Und jetzt kommt's, schon nach dem zweiten Tag hast du eines nicht. Hunger. Ah. Ich bin da auch jetzt irgendwie das vierte Mal dabei und mache das immer und immer wieder. Ich mache es einmal im Jahr, weil du komplett den Körper einmal auf Null stellst. Ne? Du verdaust nicht mehr, die Peristaltik hört auf, der Herzschlag, kannst alles vergessen. Brauchst du auch nicht. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das Blut kannst du auch weglassen. Ne? Du musst halt einmal vollständig abführen. Das kannst du nur da? Nee. Das kannst du nur da. Ah. Das kannst du nicht zu Hause, das kannst du nur da. In der Gruppe. Während des... Nein, das machst du schon einzeln auf der Toilette und du isst vorher, das kannst du in jeder Apotheke dir holen, Glaubersalz. Das rauscht durch, leckt mich am Arsch. Gute Laune aus Südwest. Und wenn du dann nach 7 Tagen komplett entleert nach Hause kommst. Du entleerst am ersten Tag. Ja. Danach machst du Wandern, Yoga, 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 Schlafen. Yoga? Schlafen. Ich denke, du machst keinen Sport. Yoga, nee, ist doch... das ist auch scheiße. Aber da macht's Spaß, weil du weißt, es ist eine schöne Abwechslung zum Wandern. Also du machst Yoga und du wanderst und ja. Du isst nichts. So ist es. Das sind 3 Sachen, die sie noch nicht gewusst haben, oder? Und jetzt kommt's. Du hast kein Telefon dabei, weil du hast da, wo wir wandern, eh keinen Empfang. Mhm. Du bist vollkommen weg von allem Möglichen und das ist so eine schöne kleine Auszeit, die dem Geist vor allen Dingen hilft, weniger dem Körper. Dem Körper hilft es nicht, das muss man schon sagen. Aber dem Geist hilft es, das ist toll. Und dann lädst du die Batterien wieder auf? Ja, ein gutes Bild. Herr Di Lorenzo, genauso mache ich das. Ist ja. Wirklich so. Und dann kommst du wieder, weißt du, nach der Woche und die Chicken McNuggets, die du dann isst. Ja. Ja. Das fühle ich. Sowas Leckeres hast du noch nie. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Sollst du nicht machen, ne? Ist Quatsch. Nach dem Fasten musst du, also genau wie du Aufbautage vorher brauchst, wo du nur irgendwie, ne, den Corny Müsli-Riegel mal nur den Teil ohne Schokolade isst. Ne? Ja, soll man. Weiß nicht, warum Sie da lachen. So, genauso musst du auch hinterher wieder langsam in deine alte Ernährung zurückfinden. Also, mein Lieber, wir machen jetzt eine Pause. Wir wandern. Ja, ich glaube auch, wir machen eine Pause. Genau, wir wandern Experiment. Wir wandern beide nach hinten, führen kurz ab. Ja. Und Sie haben jetzt 20 Minuten durchatmen, was trinken und danach sind Sie dran mit Fragen und wir versuchen nach bestem Gewissen das Ganze zu beantworten. Ich hoffe, Sie hatten bis hierher Spaß. Danke, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, wir machen eine Pause. Bastian Pastewka!